Ja, hallo und herzlich willkommen. Jetzt kommt es sehr aufs linke Ohr. Herzlich willkommen im Namen der Heinrich-Böll-Stiftungen Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und herzlich willkommen auch im Namen der evangelischen Akademien in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Offline ist das neue Bio. Das war eines der markantesten Sprüche, die wir in der ersten Veranstaltung zum Thema Digital ist besser auf die Ohren bekommen haben, kann man fast sagen, von Markus Beckedahl. Auf die Frage hin, ob nicht die totale digitale Verweigerung eigentlich die einzig richtige Antwort wäre auf das, was zurzeit im Internet passiert, was zurzeit im Bereich NSA und Spionage passiert. Wir selbst sind ja nun eine grüne Stiftung, die mit Bio in der Regel schon was anfangen kann, aber dass offline jetzt das neue Bio sein soll, das ist für uns doch nicht so ganz einsichtig gewesen, weswegen wir zusammen mit den Kollegen von der Evangelischen Akademie die Reihe Digital ist besser ins Leben gerufen haben. Digital ist besser ist eigentlich gedacht eher, oder ist eigentlich zunächst erstmal eine Reminiszenz gewesen an die Pionierzeiten des Internets und dann auch an Zeiten, wo es auch einen Song von Tokotronic mal gab zum Thema Digital ist besser, wo es aber vor allem auch positive Visionen gab, was man mit diesem Internet alles machen kann, was da alles von der Demokratie über die politische Beteiligung bis hin zur Transparenz, zur neu entstehenden Medien alles an Möglichkeiten existiert. Das war so vor 10, 15 Jahren, dass wir angefangen haben mit HTML-Seminaren, die man damals auch schon zusammen gemacht hat. Und das ist eine ziemlich rasante Entwicklung gewesen. Und wir haben uns jetzt gedacht, es wird Zeit. Sitzen jetzt irgendwie alle? Einigermaßen. Wir bauen da noch ein paar Stühle hin, würde ich sagen, oder? Gut, wir klären das dann auch gleich noch. Das war der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, nach diesen positiven Visionen, nachdem wir jetzt relativ viel diskutieren und sogar schon diskutieren, ob man sich dem Internet verweigern muss, wollen wir nicht nochmal so eine Art Zwischenbilanz ziehen und mal überlegen, was ist eigentlich mit diesen positiven Visionen, was davon kann man denn wie vielleicht doch noch umsetzen, was sind die Probleme, was sind noch die Grenzen, die sich aufgetan haben, hilft da sowas wie digitale Selbstverteidigung, das Markus Beckedahl gesagt hat das letzte Mal, das sind so Fragen, die wir stellen wollen mit dieser Reihe Digital ist besser, die wir immer abwechselnd in Jena und in Halle machen werden. Zum ersten Mal heute hier in Jena im Kombinat Süd. Auch für uns ein neuer Veranstaltungsort, ich glaube auch für den Kombinat eine neue Erfahrung, jetzt eine Podiumsdiskussion zu machen. Normalerweise laufen eher andere Veranstaltungsformate. Insofern bitte ich um etwas Nachsicht, wenn wir das mit den Sitzplätzen heute nicht ganz 100% hingekriegt haben. Wir wollten aber unbedingt in den Kombinat Süd, weil wir fanden, dass das sehr, sehr gut passt auch zu dem, was wir mit der Reihe insgesamt an Themen vorhaben. Und da ich das jetzt bestimmt nicht so gut vorstellen könnte, was im Kombinat passiert, haben wir uns gedacht, dass jemand vom Kombinat das selbst kurz vorstellt. Also hallo auch erstmal von unserer Seite aus. Vielen Dank, dass ihr erstmal gekommen seid. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir euch hier heute als Gäste begrüßen können. Ich persönlich, um mich kurz vorzustellen, heiße Sebastian Klinke und mache hier im Kombinat die Öffentlichkeitsarbeit, Fotos. Schreibe übrigens auch den Flurfunk-Blog und wir haben ähnliche Fragen zu beantworten gehabt schon, wie ihr sie heute gestellt bekommt. Wer sich bei uns, und das machen wir jetzt nicht, ich würde sagen, das macht keinen großartigen Sinn, jetzt ganz genau zu erklären, was wir hier sind. Ich will es noch kurz umreißen. Wir sind eine Firma mit drei Gliedern, wenn man so möchte. Wir sind einerseits ein Coworking-Space, wo Menschen herkommen können, die selbstständig arbeiten, freischaffend arbeiten, hier einen Arbeitsplatz mieten können. Mit uns anderen Leuten im Büro sitzen und versuchen damit irgendwie Synergieeffekte zu erzielen, das ist das eine. Zum anderen sind wir gleichzeitig eine Agentur, eine Full-Service-Agentur, an die man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Und wir versuchen halt unsere Coworker insofern einzubinden, dass wir unsere Aufgaben an die weitergeben. Und zum guter Letzt sind wir ein Gründerzentrum, das heißt jeder, der in irgendeiner Form hat, die Idee hat, sich selbstständig zu machen, mit welcher Idee auch immer, kann zu uns kommen, hat einen Gründerexperten hier im Haus, der mit ihm alles das bespricht, was für so eine Gründung als Selbstständiger notwendig ist. Wir hatten immer vor, sowas zu etablieren, und wir haben jetzt seit längerer Zeit vor, sowas zu etablieren und sind sehr froh, dass das heute mal so Anklang findet. Wir sehen, dass es schon zum ersten Mal Platzprobleme gibt. Wir müssten vielleicht fürs nächste Mal überlegen, vielleicht das wirklich zu übertragen auf die andere Seite, dass wir ein paar mehr Leute reinkriegen. Und ich bin erstmal sehr gespannt. Ich will eine Sache sagen. Ich mache meine Fotos auf eine etwas andere Art und Weise. Ich habe so eine Videokamera, ich keine bessere habe, die ist drüben, ist jetzt auch egal. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ich mache die Fotos mit so einer Kamera und dass ihr euch nicht wundert, wenn ich hier und da mal kurz 5 Minuten filme. Wir versuchen Fotos zu machen in unserem Interesse. Wenn irgendjemand die Idee hat und sagt, ich möchte nicht das Bild im neuen Internet, dann soll er uns das kurz sagen, dann machen wir einen schwarzen
Fleck drauf oder was, keine Ahnung, fällt uns was ein. Ja, das wäre ich. Das wärst wahrscheinlich du, ja? Mach mal einfach einen schwarzen Button vorne dran. Ach, ihr habt das ernst genommen, das sollte eher lustig sein. Nicht alles lustig hier. Wie immer. Wer großes Interesse hat, wir haben hier vorne ein paar orangene Flyer ausgelegt, kann sich jeder einen von nehmen. Und wenn Fragen sind, einfach an mich rantreten und lässt sich alles klären, gehe ich von aus. Gibt's noch was, was interessant ist für Sie vielleicht auch? Ich glaube, da drüben ist eine super Bar. Das habt ihr noch nicht gesagt. Und da kann man danach, glaube ich, alle Fragen auch noch stellen. Ganz genau. Die Person aus dem Kommender Süd. Ich will auch gar nicht mehr viel erzählen. Ich will eigentlich nur noch Annika Potzkopf vorstellen, die eine von den vier sozusagen, also von den vier Organisatoren vertritt hier. Und die, ich finde, ganz hervorragend geeignet ist dafür, diese Veranstaltung auch zu moderieren, weil sie zum einen Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin ist und zum anderen gerade auch noch promoviert über das Thema, ich hoffe, ich kriege es jetzt ohne Spickzettel zusammen, über die Kommunikation, die politische Kommunikation von Jugendlichen im Wandel der Lebenskontexte nach dem Schulabschluss. Also es geht um politische Kommunikation von Jugendlichen, was verstehen Jugendliche unter Politik, wie wandelt sich so ein Politikbegriff und vor allem aber auch, welchen Einfluss haben digitale Medien da drauf. Insofern ist sie da, glaube ich, sehr gut geeignet, diesen Abend zu moderieren. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie sich dafür bereit erklärt hat und zur Strafe gebe ich dir jetzt das Mikro. Ja, danke schön, Marco. Subjektiv ist besser. Nachrichtenwelt im digitalen Wandel ist ja unser Thema heute. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Naja, am Anfang stand im Grunde eine Überraschung, als wir so im Vorbereitungskreis zusammensaßen und überlegt haben, was wir über Digitales besser alles machen können, haben wir festgestellt, einer der bekanntesten deutschen YouTuber beschäftigt sich ziemlich viel mit Politik. Das ist der unvermeidliche LeFloid, der macht sowas wie Nachrichten, LeNews. Da haut er einem Nachrichten aus aller Welt regelrecht um die Ohren, schnell, laut, schräg, mit vielen Comic-Effekten. Darunter sind aktuelle Themen, die auch in der Tagesschau auftauchen, skurrile Sachen und das schauen sich 2,3 Millionen meist jugendliche Nutzer an im Moment. Dagegen wirken traditionelle Nachrichten, sind wir mal ehrlich, ein bisschen langweilig. Dafür gibt es eine seriöse Darstellung. Es gibt eine klare Trennung von Fakt und Meinung, von Satire und Ernst. Findet ein YouTuber was unfassbar, dann schreit er einem das entgegen. Findet Marietta Slomka das, dann hält sie sich da eher zurück. Also das Web 2.0 ermöglicht es jedem, Nachrichten zu machen und dabei auch eigene Regeln aufzustellen oder vielleicht auch gar keine Regeln. Wir haben uns also gefragt, wie verändert das Gesellschaft, unseren Blick auf Gesellschaft? Nehmen Jugendliche vielleicht eine ganz andere Welt wahr als ihre Eltern, wenn sie sich die Welt von LeFloid erklären lassen und nicht von Marietta Slomka? Und darüber wollen wir heute reden. Ich freue mich sehr, wir haben dafür zwei ganz fantastische Gäste. Zum einen Quink. Man kann wohl sagen, du bist ein YouTube-Urgestein, hast schon mit 18 angefangen, Videos zu machen, damals bei dem Jugendfernsehsender Mix? Jugendsendung, das lief im offenen Kanal in Bremen. Und bist dann über eine Freundin, Katrin, die vielleicht einigen hier besser als Cold Mirror bekannt ist, auf YouTube aufmerksam gemacht worden und hast dann da angefangen, eigene Videos zu machen. Dein Kanal hat, ich habe heute Nachmittag nochmal nachgeschaut, so ungefähr 27.000 Abonnenten im Moment. Und in deinem Kanal machst du nicht regelmäßig, aber immer mal wieder Videos in verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel eingeordnet, wo du so Meinungen zu aktuellen Themen darstellst. Oder Denkanstöße, wo es um alle möglichen politischen, philosophischen Fragen geht, die du wichtig findest. Aber, das finde ich spannend, du machst auch Wahlaufrufe. Außerdem bist du studierter Kulturwissenschaftler und Anglist und arbeitest im Moment bei Endemol Beyond, nach Tochterfirma von Endemol. Endemol kennen vielleicht noch einige aus den 90ern, die haben da Traumhochzeit gemacht. Heute machen sie noch Wer wird Millionär? Endemol Beyond macht YouTube, kann man glaube ich so sagen. Hauptsächlich. Hauptsächlich, ja. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, aus Köln. Ganz herzlich willkommen hier in Jena. Danke für die Einladung. Und auf der anderen Seite Martin Dewis,
einigen hier vielleicht bekannt als Leiter der Thüringer Landesredaktion und der Thüringer Allgemeinen, studierter Politikwissenschaftler, beziehungsweise Geschichte und Philosophie auch noch, hier in Jena, also quasi in Jena Urgestein. Jenenser, Entschuldigung. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, ich kenne mich nicht. Nein, die eingeboren heißt Und du hast das Journalistenhandwerk in München gelernt, in der Journalistenschule. Und ich muss sagen, der bis Zwischenruf auf die Landespolitik, der Kommentar zur Landespolitik, gehört ganz fest zu meinen Zeitungsgewohnheiten. Nicht nur deswegen bin ich sehr froh, dass du heute Abend bei uns bist und mit uns über Journalismus und YouTube reden möchtest. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich würde mit dir auch gleich mit meiner ersten Frage anfangen. Und zwar ist es ja so, die Berufsbezeichnung Journalist ist ja nicht geschützt. Im Grunde konnte sich immer schon jeder so nennen. Es gibt unheimlich viele Quereinsteiger, die studiert haben, dann angefangen haben, Volontariat zu machen. Wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut mit Studium und Journalistenschule, könnte man schon sagen, dass das so der klassische Weg in den Journalismus ist, oder? Bist du ein klassischer Journalist? Ein Schimpfwort ist... Ich habe ja überhaupt überlegt, wenn ich, als ich hierher kam, ob ich jetzt so ein bisschen der analoge Arsch bin, der hier noch sozusagen für diese vergangenen Zeiten steht. Im Prinzip ist es schon klassisch, also ich bin zum Journalismus eigentlich durch die Studentenzeitung hier, die Uni-Zeitung, an Kurzel gekommen, die habe ich ein Jahr gemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich wusste, dass das mein Ding ist. Übrigens war das meine, ich glaube, freier war ich nie, cooler war das nie als damals, man konnte also mit einer alle zwei Wochen hier die Uni aufmischen und auch verschiedene Formate ausprobieren, jeglicher Art, auch subjektiv in vielerlei Hinsicht und mit anderen Leuten zusammenarbeiten, das war eine gute Zeit und deswegen habe ich dann die Journalistenschule noch angeschlossen, es wäre auch ohne Art möglich gewesen. Also das war eher dann, man probiert es in der Journalistenschule, wenn es geht, dann geht es und wenn nicht, dann macht man Volontariat. Insofern war das klassisch und ich habe dann auch relativ, bin dann auch schnell hier bei der TA gelandet und also Thüringer Allgemeinen und dann auch hängen geblieben. Wie war das bei dir? Du hast ja auch früh angefangen, Videos zu machen. Du hast auch als Journalist gearbeitet. Hast du eigentlich gelernt, was du tust? Und würdest du selber sagen, dass du auch Journalist bist? Ich habe ja tatsächlich auch unter anderem für den Generalanzeiger Bonn geschrieben, für den Feuilleton. War da einmal bei der Vorstellung von Willi Astor, der mit einem Menschen im Publikum das Reden anfing, der hörte dann, dass der auch Kulturwissenschaft studierte und hat ihn gefragt, okay, und wo willst du später mal Taxi fahren? Also es war mir mehr oder minder immer bewusst, dass ich eigentlich nichts Konkretes studiere und dass ich danach eigentlich selbst sehen muss, wie mein Weg weitergeht. Als ich das Studium anfing, da dachte ich noch, es geht mehr Richtung Regie, dann später drängte es mich doch mehr in die Fernsehredaktion, jetzt bin ich bei YouTube gelandet, das mittlerweile auch über Endemol quasi professionell. Mit halt einem Schlenker über den Journalismus, den ich dadurch, also ich bin nicht der klassische Journalist, ich habe nicht die klassische Journalismusausbildung, das sei ganz klar gesagt, aber ich nehme den Journalismus als Abbild der bestmöglichen Abbildung der Wahrheit für die noch zu informierenden Leute sehr ernst. Du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest jetzt bei Endemol Beyond. Kannst du da vielleicht kurz sagen, was du da eigentlich machst? Ja, also mein Beruf nennt sich Audience Development. Das werden die wenigsten gehört haben, denn vor ein paar Jahren gab es diesen Beruf noch nicht. Ich bin da auch relativ zufällig angeraten. Tatsächlich waren ursprünglich meine Aufgaben hauptsächlich, dass ich halt mit reingucke, wie machen die Leute hier ihre YouTube-Videos und wie sollten sie sie machen, damit sie gut werden, damit die Leute sie annehmen, damit sie möglichst den Kanal abonnieren, wiederkommen, mehr Videos anschauen. Und da bin ich mittlerweile ziemlich Experte drin und darüber bin ich auch dazu gekommen, dass ich halt die YouTube-Systeme immer besser kennengelernt habe, auch durch den Dialog mit YouTube und mittlerweile einfach der bin, der komplett weiß, wie für ein YouTube-Netzwerk, was Endemol Beyond ja ist, also wir vereinen viele YouTube-Kanäle unter einem Dach in einem Netzwerk und brauchen dafür auch eigene Infrastrukturen auf YouTube, die eigene Funktionsweisen haben, die der normale Nutzer niemals zu sehen bekommt. Aber ich weiß mittlerweile ziemlich gut, wie das alles funktioniert und kümmere mich auch darum, dass vor allem Endemol als internationale Firma
dass man möglichst alle Standorte ausbreitet, möglichst überall in der Welt ein Endemol Beyond Büro entsteht. Jetzt gerade Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, haben wir ein Büro in Sao Paulo in Brasilien eröffnet. Also es geht gut voran. Okay, wir möchten ja hier über Nachrichtenwelten im digitalen Wandel reden. Wir haben ein kleines Beispiel zusammengesucht, denn ihr habt euch beide vor nicht allzu langer Zeit damit beschäftigt, aus welchem Umfeld eigentlich Pegida stammt und wie das zu erklären ist. Das wollen wir uns jetzt mal kurz angucken, wenn da jemand auf Play drücken könnte und uns dann mal anschauen, wie eigentlich so die unterschiedlichen Darstellungsweisen bei euch sind. Wir müssen sich alle leider umdrehen, das kostet es nicht. Aber das Video ist auch nicht lang. Wir schaffen das. Sind oder ob sie uns schaden. Aber wenn irgendjemand mir sagt, dass eine bestimmte Veränderung, eine bestimmte Menschengruppe vielleicht, schuld daran ist, wie blöd alles geworden ist und wie es mir geht. Wenn irgendjemand mir erzählt, meine lieben Nachbarn Mehmet und Jasmin wollen mich islamisieren und müssen deutscher werden als jeder Schäfer. Wenn irgendjemand mir weismachen möchte, diese eine Gruppe oder Partei könne sich dem festgefahrenen Spiel widersetzen und uns vor all den Bösen in der Welt beschützen und alles wieder super super für alle. Dass der braune Zeug aus seinem Mund kommt, heißt vielleicht nicht, dass er Nazi ist, aber es heißt trotzdem, dass er Kopf voll Scheiße ist! Der Artikel natürlich leider nicht so visuell ansprechend und sprang einen auch nicht so an. Kurz zur Einordnung. Das waren Stücke aus einem Leitartikel, der direkt neben einem Artikel stand zum Thüringen-Monitor, der da gerade entstand, der da gerade veröffentlicht war, wo unter anderem rauskam, dass ungefähr jeder zweite Thüringer islamfeindlich ist. Und dieses Video in Gänze ist unter dem Hashtag UGH veröffentlicht worden, wo im Ende letzten Jahres viele Jugendliche, YouTuber, Videos gemacht haben gegen Hass und für mehr Toleranz. Nochmal ganz kurz bei diesem Video, was war dir da an das Wichtige, was war die Kernbotschaft für dich? Also UGH war ja, wie du gerade sagtest, eine Aktion mit mehreren YouTubern. Ich wusste, dass schon andere, wie zum Beispiel Mirko Drotschmann, der Initiator der ganzen Aktion war, wollte einen Faktencheck machen und so. Also dachte ich, okay, das Journalistische ist eigentlich abgedeckt. Was kann ich denn beifügen? Und mir war halt wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass das ganze Denken, das hinter Vereinigungen wie Pegida und vielen anderen steht, dass da ein großer Trugschluss dahinter steht, nämlich der, dass man komplizierte Sachverhalte, komplexe Fragen einfach beantworten könnte.
Und es hat mich schon vor Ewigkeiten mal jemand gefragt, als ich noch die Reihe Wohin ist die Jugendkultur gemacht habe, wo ich mich kritisch mit der Jugendkultur auseinandersetzte. Da hat mich jemand gefragt, ja, und wer ist denn jetzt schuld an der ganzen Sache? Und da habe ich ähnlich reagiert wie dort gerade im Video, weil mir diese Frage so das Ganze auf ein Niveau runterbricht, das der Realität nicht würdig ist. Es geht mir einfach darum, den Leuten zu vermitteln, wir sollten nicht nach Schuldigen suchen. Das ist der Versuch, einen komplexen Sachverhalt zu vereinfachen, sondern uns lieber alle mal damit beschäftigen, was haben wir selbst dazu beigetragen, dass die Situation ist, wie sie ist, und dann nach vorne schauen und uns da irgendwie rauskämpfen, falls uns die Situation nicht gefällt. Und dieser Leitartikel, wie gesagt, der stand direkt neben diesem Artikel zum Thüringen-Monitor. Im Vorfeld zu der Veranstaltung haben wir euch ja beiden drei Fragen gestellt. Eine Frage an dich war, verkauft sich subjektiv nicht besser? Und du hast dazu gesagt, dass subjektiv eigentlich immer dann gut ist, wenn es mit objektiven Fakten verbunden ist. Ist dieser Leitartikel jetzt also so ein Paradebeispiel für einen guten subjektiven Artikel, weil er direkt neben den Fakten stand, die dazu passen? Also erstmal sind ja die Begriffe schwierig, also diffus eigentlich auch. Also objektiv, subjektiv. Also weil der die Voraussetzung wäre, es gibt objektiv. Das ist ja die von, muss ja nicht Karl Marx zitieren, und die absolute Wahrheit, die es nicht gibt. Also man kann natürlich versuchen, das ist immer das Ziel, dass man möglichst nah an den Fakten bleibt, wobei dann die Auswahl der Fakten, die Präsentation der Fakten eine Rolle spielt. Man kann einen wunderbaren nachrichtlichen Beitrag zuschreiben, dass er eine Tendenz hat, eine klare Tendenz, indem man einfach Sachen weglässt. Die ganze Geschichte jetzt in der Ukraine zum Beispiel, wo wir dauernd mit verschiedenen Fakten malträtiert werden aus der einen oder anderen Richtung, je nachdem, wie man die Panzer verordnet oder nicht, wirkt es dann objektiv so, dass sozusagen Russland im Recht ist oder die andere Seite. Insofern ist es schon schwierig mit den Begriffen objektiv und subjektiv. Aber grundsätzlich ist natürlich die angelsächsische Tradition, die wir ja bei uns nach dem Krieg dann auch so eingeführt haben, dass man sagt, okay, wir haben also das Faktenstück, wir haben die Nachricht, die Hard News, und dann kommt dann sozusagen die Einordnung dazu als Kommentar. Hat sich in Deutschland mittlerweile schon stark verflüchtigt. Also man muss jetzt nur in die großen Zeitungen gucken, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die sehr stark jetzt auch, die hat zwar immer noch Meinungsseite und hat immer noch nachrichtliche Texte, aber es gibt halt die meisten Stücke oder die meisten Texte in der Zeitung vermischen das schon. Also das ist ja die berühmte Zwischenform, Feature, Reportage sowieso. Es gibt also verschiedene Formen, wo Nachrichten vermittelt werden, Fakten vermittelt werden, aber gleichzeitig schon eine Einordnung und eine Wertung stattfindet. Ich persönlich bin auch kein Feind von sowas, weil ich glaube, dass das den Lesegewohnheiten und Konsumgewohnheiten heutzutage eher entspricht. Und ich glaube, die Leute auch intelligent genug zu sind, das einzuordnen, auch zu wissen, dass man jetzt halt nicht ein klares nachrichtliches Stück bekommt. Das ist auch eine stilistische Frage im Übrigen. Insofern verkauft sie tatsächlich, das sieht man einfach, subjektiv natürlich ein bisschen besser, weil alle Medien versuchen, in diese Richtung zu gehen. Also jetzt mal bis auf das wirklich noch klassisches Stück Tagesschau, ist es ja so, dass also die Privatfernsehsender damit angefangen haben und jetzt natürlich Heute Journal oder Tagesthemen, also klassische Formate, wo früher zwar das ein bisschen magaziniger war, aber sehr nachrichtlich trotzdem gestaltet war, jetzt ganz klar einordnend, wertend auch anmoderiert wird, die Beiträge auch so gestaltet sind. Wenn man ins Ausland guckt, ist das sowieso so. Also in Amerika Fox News oder MSNBC, das sind also Programme, die eindeutig rechts oder links verorten und den Leuten dann auch dementsprechend subjektiv, sehr subjektiv die Fakten präsentieren. Und dass bei der Jugend zum Beispiel sowas wie Daily Show in Amerika die Hauptquelle für Nachrichten ist, ist so ähnlich wie mit dem Le Floyd hier bei YouTube. Das heißt also, eine bestimmte Generation von Leuten wächst gar nicht mehr mit Tagesschau oder anderen Sachen auf oder mit der Türkei allgemein zum Beispiel. Meine Kinder, die sind 10 und 12, die gucken auch Le Floyd, und ich habe ihnen auch das Stück vorgespielt von ihm zum Frauentag. Das ging um die Frauenquote. Das ist so, ist jetzt lustig, interessant, jetzt war ja ein bisschen Heute Show hier, das würde ich sagen, das ist die Inspiration vielleicht ein bisschen bei der Frauentagsgeschichte, erklärt er die Frauenquote und warum die eigentlich nur so eine halb coole Sache ist,
so war er so, ne? Das war ja sozusagen das Fazit. Ist so ein bisschen wie Sendung mit der Maus, so ein bisschen, ja, also fehlt halt nur die Maus. Und wird halt einfach so, also eine leichte Lachen-Sach-Geschichte, so wie ist das jetzt eigentlich so? Und dann kommt noch die Frau dazu, die glaube ich auch irgendwo hier sitzt, genau. Und das fand ich sehr amüsant und ich muss sagen, ich habe das zwar drauf gehabt, das Thema, insofern, dass ich es überall gelesen hatte, aber fand das wirklich nochmal für mich auch gut und die Kinder haben es begriffen. Also von daher, aber selbst das war ja sozusagen der Punkt für mich, ist natürlich auch ein Zitat, ne? Oft von Geschichten, das heißt also, das, was jetzt passiert überall im Internet, ist sehr oft nicht neu, sondern eine Variante von irgendetwas, was schon da war, eine Zitierung, eine neue Interpretation, was ich überhaupt nicht schlecht finde. Das ist halt noch, es ist halt nicht diese neue Revolution, sondern sie ist innerhalb dieser Revolution, die Digitalisierung bedeutet, ist es sozusagen, wird in vielen alten Genres gespielt. Und das Interessante ist, ich habe mir das wirklich nochmal angeguckt, jetzt, weil ich im YouTube nicht so viel unterwegs bin. Die Basis von allem, von allen Sachen, die dann gebracht werden, auch von Le Floyd, ist Journalismus. Also das wird halt nicht mehr recherchiert, sondern es wird halt konfektioniert. Es wird das, was an Informationen da ist, was meistens von Journalisten produziert wird, wird dann nochmal neu verarbeitet. Und von daher stellt sich die Frage, die jetzt nicht unbedingt hier gestellt wird, aber oft gestellt wird, ist das überhaupt das überholt, das Modell Journalismus? Weil kauft ja keiner mehr, liest ja keiner mehr, Print ist tot. Das kann alles sein, nur die Menschen, die Informationen jetzt vermitteln, auch möglichst subjektive Weise über ganz andere Kanäle. Die Blogger bedienen sich sehr oft, also zu ganz großen Teilen, nicht selbst recherchierten Informationen, sondern Informationen, die sie dann über Medien, Journalisten bekommen haben. So wie zur Ehrenrettung. Möchtest du darauf vielleicht gleich reagieren? Wie ist das? Was sind deine Quellen? Wie recherchierst du? Ich habe ja gerade vor 2 Tagen, glaube ich, einen Screenshot von meinem Handy gepostet, dass ich nur aussetzen muss, dass ich erstmal mit Nachrichten-Apps dicht geballert habe. Tatsächlich benutze ich vorrangig die Tagesschau.de-App, weil die einfach am besten wirklich die tatsächlich politisch wichtigen Themen des Tages aufbereitet und gucke dann auch gerne hinterher nochmal bei heute rein, ob sich das ungefähr deckt oder ob die noch ein Thema haben, das ich gar nicht auf dem Schirm habe. Und bei den anderen hin und wieder. Und ja, es ist definitiv so, dass Journalismus die Basis von allem ist. Und sehr viele YouTuber könnten ohne Journalismus nicht existieren. Jetzt für das Frauenquote-Video war auch natürlich ganz klar, habe ich erstmal geguckt, was Tagesschau.de ist meine Primärquelle. Da weiß ich, das ist auf jeden Fall entweder sauber recherchiert oder wenn es mal nicht sauber recherchiert ist, dann entschuldigen Sie sich wenigstens dafür. Da habe ich erstmal geguckt, was finde ich da an Fakten. Okay, das und das ist mir noch unklar, das schaue ich nochmal woanders. Und so schaue ich mir das dann zusammen, war ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Ich habe dann sogar die offizielle Presseerklärung zum Gesetz des Bundestages gefunden und sogar die war relativ schwammig formuliert, sodass ich dann mich dann noch auf andere Medienquellen stützen musste. Und ich wollte kurz zu Flo sagen, also Le Floyd, ich nenne ihn Flo, von ihm weiß ich, dass er seine Show in der Regel tatsächlich am Tag, bevor sie abends online geht, komplett recherchiert, komplett im Internet schaut nach Quellen. Und es ist ihm ja auch neulich dabei ein schwerer Fehler unterlaufen, dass er aus Versehen eine Nachricht weiter verbreitet hat, die eigentlich auf einer Verschwörungstheorie fußt, nämlich Putin würde demnächst die Wahrheit über 9/11 rauslassen, um die Amerikaner bloßzustellen. Und ja, da hat er mehrere Quellen zugefunden, die voneinander unabhängig schienen. Er konnte nicht nachvollziehen, dass die alle voneinander abgeschrieben hatten. Das ist letzten Endes auf eine sehr billige Verschwörungstheorie, die vor über einem halben Jahr in Amerika herauskam. Sowas ist er dann natürlich, wenn er nicht Stunden in die Nachrecherche setzt, hilflos ausgeliefert. In dem Fall war es dann halt so, dass dann der Bildblock es komplett nachrecherchiert und ihm aufgezeigt hat. Und da musste er sich dann auch entsprechend korrigieren und entschuldigen, was er dann auch getan hat. Aber das sind dann natürlich bei sowas leider die Gefahren, denen wir alle bei YouTube ausgesetzt sind, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten haben, selbst zu recherchieren. Und deswegen bin ich froh, dass es noch immer den Journalismus gibt, den professionellen. Hoffe, dass es ihn auch noch eine Weile geben wird. Das heißt, ihr seid im Grunde so ein kleines bisschen Nutznießer, wenn ich das mal böse formuliere, von Leuten, die sehr viel Zeit in die Recherche stecken?
böse formuliert, würde ich dem sogar zustimmen. Ich würde es allerdings netter formulieren. Wir sind quasi Aufbereiter des Ganzen. Ich meine, Sendungen wie Logo beim ZDF oder Kika ist es ja jetzt, glaube ich, die stützen sich ja auch auf das, was die anderen ZDF-Journalisten recherchieren. Die recherchieren nicht für Logo. Und die haben ihre Quellen anderswo. Auch die Heute-Show, die schickt zwar mal jemanden nach Griechenland, der macht dann ein paar Interviews dort in dem deutschen Café und die Griechen essen alle Gyros und Feta. Aber tatsächlich die Inhalte, die kommen von woanders. Die kommen dann wieder aus den journalistischen Formaten und sie bereiten sie nur noch mal satirisch auf, gucken eventuell auch noch in die Spalten, die Seiten der Zeitung, wo die anderen Leute vielleicht schon gar nicht mehr hinblättern, was ich immer sehr genieße. Aber grundsätzlich, ja, jemand muss es aufbereiten, um auch andere Schichten zu erreichen. Mir persönlich wäre es sehr recht, wenn der Journalismus davon dann auch profitieren könnte. Und ich versuche, wenn möglich, meine Quellen zu verlinken. Also erstmal verstehe ich diese ganzen Dinge, neuen Kanälen. Ich bin ja selber auch, also soweit mir das möglich ist, als Frühgeborener, Erstgeborener, was auch immer, zu Frühgeborener, nicht Native, den Sachen völlig aufgeschlossen gegenüber und offen. Ich finde auch zum Beispiel Le Floyd ich habe kennengelernt sozusagen im Internet sehr gut. Der Unterschied ist zum Beispiel bei Logo oder bei anderen Geschichten, natürlich viele Journalisten machen Konfektionsgeschichten, also die verarbeiten Informationen weiter, die abonnieren dann dpa oder die beim ZDF ist halt so, das ist in der Firma Heute Show, das heißt, also die haben dann auch dpa oder sie haben dann eben ihre eigenen Recherchen der eigenen Kollegen, aber es wird irgendjemand bezahlt halt dafür. Und das Problem, was das hat jetzt mit YouTube gar nichts zu tun, das Problem, was Journalismus heute hat, ist gar nicht, dass irgendwie, es gibt auch keine Journalismuskrise eigentlich, es wird mehr konsumiert als je zuvor. Das Problem ist eher eine Bezahlkrise. Die Frage ist, was wird für die Leistung überhaupt noch von wem bezahlt? Und dieser Transformationsprozess, in dem sich die Branche befindet, diese ganze Journalismus-, Zeitungs-, Medienbranche, ist, wie gesagt, ich sehe das immer nicht als Krise. Es gibt ganz viele Sachen, die parallel passieren. Es wird viel abgerissen, es wird viel neu gebaut. Das große Problem, was eben alle haben, ist, geht es nur über Werbung? Wenn es nur über Werbung geht, kommst du schnell eben auf diese Klicksgeschichten, dass du eben dann pushen musst, dann kommt sowas wie Buzzfeed oder Huffington Post hoch, wo dann die 10 besten Gründe irgendwas. Das kann man, ich will gar nicht sagen, dass das kein Journalismus im weiteren Sinne ist. Das ist ja der klassische Boulevard-Geschichten. Oder ist es eben so, gibt es eine Möglichkeit, daran basteln ja alle, dass Journalismus irgendeiner Art Form, also die Wertschöpfung, die da stattfindet, dass dieser Wert dann irgendwie auch wieder bezahlt wird. Und ich bin ja nur mitten in diesem drin, in diesem Strudel, auch bei diesen Einsparmaßnahmen, die da bei den Verlagen notwendig sind, keine andere richtige Strategie. Ja, es gibt natürlich alle möglichen Geschichten, Paywalls, Micropayment, Werbegeschichten. Jetzt habe ich gelesen, Zeit Online ist angeblich in den profitablen Bereich gelangt. Also es gibt auch nochmal gute Neuigkeiten. Aber im Grunde ist es halt so, dass, dass im Netz die Kultur entstanden ist, und das ist jetzt nicht irgendwie ein großer Fehler gewesen, sondern es hat sich einfach so entwickelt, dass die Leute davon klassisch ausgehen, das behilfe ich mich selber dabei, ganz normal, man geht irgendwo hin und wenn man dann irgendwo bezahlen muss, dann klickt man einfach auf die nächste Angebot, wo man nicht bezahlen muss. Und das ist eigentlich die große Herausforderung für den Journalismus im Netz heutzutage. Das ist ganz schlichtweg, wie bezahlt man das? So ähnlich wie bei der Musikindustrie, wobei, da denke ich mal, die Ausformung fürs Gemeinwesen stärker sind in dem Fall. Ja, der klassische Journalismus ist, was das angeht, anscheinend wirklich unter Druck im Moment, also um neue Wege zu finden, vor allen Dingen neue Wege bezahlbar zu bleiben. Ich meine, jeder Journalist muss ja irgendwie auch sein Geld verdienen, das ist ja völlig klar. Ines Bohl von der Tageszeitung hat letztens in einem Beitrag von Deutschlandradio Kultur zur Wertschätzung des Journalismus gesagt, hingucken kostet Zeit und Geld und je weniger Leute in den Redaktionsstuben sitzen, die man auch rausschicken kann, um vor Ort Recherche zu machen, desto wichtiger ist natürlich die Plätze mit, ich sag's mal flapsig, einer schnell dahingeschriebenen Meinung zu füllen. Also ist das eine Form von, könnte subjektiv Meinungsjournalismus ein Sparmodell sein? Ist das eine Möglichkeit?
Also es ist erstmal so, dass in Thüringen das schon gut zu beobachten ist, wie Sparen funktioniert. Ich will jetzt nicht so sehr über meinen Arbeitgeber schimpfen. Die Thüringer Tageszeitung, also etliche davon, jedenfalls drei, gehören der Funke-Gruppe an, die wie andere Verlage auch, da nimmt, macht sie keine Ausnahme, die klassische Geschichte macht, Abopreiserhöhung, Personalkosten senken, um damit sozusagen die Renditeziele zu erreichen. Das lässt sich bis zum bestimmten Punkt machen und dann gibt es einen Punkt, wo es dann kippt. Den haben wir bis jetzt noch nicht erreicht. Es gibt aber Befürchtung, dass das vielleicht in den nächsten 10 Jahren der Fall sein kann. Und das heißt, es sind schon weniger Journalisten unterwegs, um Geschichten zu sammeln. Es ist auch teilweise so, dass eben Artikel zwischen den Zeitungen ausgetauscht werden. Wie gesagt, ich will das nicht bewerten, ich beschreibe das bloß. Das ist auch jetzt nicht eine Sondergeschichte bei meinem Verlag, sondern das wird überall so sein. Und dadurch ist allein schon so, dass die Zahl der Stimmen sinkt. Und dass da die Meinungsvielfalt natürlich dadurch einfach schon durch die Zahl der Beobachter, die sinkt, geschmälert wird. Der zweite Effekt ist, dass die Leute weniger Zeit haben, um Geschichten zu recherchieren bzw. sie aufzuschreiben. Das alles führt sozusagen natürlich zum Qualitätsverlust, muss es automatisch führen, also diese Geschichte weniger Leute, mehr Qualität, was ja immer gemacht wird, ist eine Formel, die nicht funktionieren kann. Und das heißt, diese Auswirkungen sind ganz konkret zu sehen, dass also bestimmte Kontrollmechanismen, glaube ich, jetzt nur noch eingeschränkt funktionieren. Das fängt im Lokalbereich bei den Lokalzeitungen und geht dann auch im Regionalbereich bei uns so weiter. Insofern ist das jetzt, und jetzt wäre hier die Frage, übernimmt dann sozusagen dieses Gap, sozusagen und diese Vakanz, die da entsteht, dieses Vakuum, wird das gefüllt durch Blogger, durch YouTuber, durch Bürgerjournalisten, Bürgerreporter, durch Menschen, die sich im Internet umtun, über Facebook, die über in Jena gibt es ja Jenapolis oder Jenapolis, ich weiß nicht, wie man es am besten betont, die das ja versuchen und durchaus, finde ich, akzeptablen Ergebnissen zum Teil. Aber es ist eben auch da so, dass dann die Ressourcen halt fehlen im Endeffekt und ich oft nur sehe, dass dann eben nur die Meinung drin steht oder die Pressemitteilung von irgendeiner Interessengruppe und nicht eingeordnet wird. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung ja gewesen oder die Ansage gewesen, dass eigentlich dieser überkommene Mainstream von oben herab Journalismus tot wäre und jetzt ersetzt würde durch junge, aufstrebende, schnellere, meinungsoffenere, vielleicht auch subjektivere und unterhaltsamere Menschen. Das ist in manchen Ballungsräumen der Fall zum Teil, aber eben in Thüringen zum Beispiel sieht man, dass das nicht so ist. Und ich würde mir das ja sogar wünschen, weil man dann überlegen würde, oh, vielleicht kann ich halt die Seite wechseln und das versuchen auf der, dort zu machen. Aber bis jetzt habe ich noch keine Plattform gesehen, wo sowas aus meiner Sicht funktionieren würde in Thüringen. Und ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass jetzt schon die Ergebnisse des digitalen Wandels mit dem Wegfall des Bezahlmodells Journalismus oder diese Einschränkungen jetzt schon zu spüren sind, jedenfalls in Thüringen, kann ich das sagen. Und natürlich, wenn man darüber hinaus guckt, ist das überall der Fall. Also der klassische Journalismus steht unter Finanzierungsdruck. Bei YouTube gab es ja in letzter Zeit auch viel Diskussionen, gerade um die Netzwerke, um die Finanzierung von YouTubern, die ihr Hobby zum Beruf machen, wie du das ja auch gemacht hast. Von Animal Beyond habe ich das bisher noch nicht gehört, dass es da großartig Knatsch gab. Aber wie siehst du das? Wie wirkt sich dieser Finanzierungsdruck gerade auf die YouTuber aus, die tatsächlich dann auch sagen, ich mache das nicht nur als Hobby, sondern ich mache mein Hobby zum Beruf? Also wir haben kürzlich eine kleine, wie ich finde, ungerechtfertigte Watsche bekommen von Jan Böhmermann, der etwas über die Wir-Einander-Kampagne gemacht hat, die wir für die Techniker-Krankenkasse gemacht haben und da auch mit Simon Unge zusammengearbeitet haben. Und Jan Böhmermann meinte halt, sein Video sei nicht ausreichend als Werbung gekennzeichnet. Es stand unten in der Ecke, gefördert durch Produktplatzierung. Es ging von Anfang an, ja, das hier ist eine Aktion Techniker-Krankenkasse, hat er gesagt, und ich weiß nicht, wie man es noch stärker markieren kann. Es ist auf jeden Fall ein Problem, dass bislang die festen Regeln für YouTube fehlen, was das anbelangt, für Webvideo allgemein in Deutschland.
Deswegen machen wir das bei Endemol einfach so, wie wir es vom Fernsehen her kennen. Also Endemol Beyond bedient sich da beim Know-how des großen Partners Endemol und übernimmt einfach die Regeln vom Fernsehen mit Kennzeichnung per Einblendung, gefördert durch Produktplatzierungen und Ähnlichem. Ich hatte auch im letzten Jahr eine Produktplatzierung, wo ich von Google den Chromecast vorgestellt habe. Das habe ich nicht mit Einblendung gelöst, sondern indem ich ein kleines Pappschild hochgehalten habe, wo mit Edding Produktplatzierung draufgeschnitten stand. aber es ist durchaus etwas, eben weil es diese Regeln nicht gibt und weil nicht jedem sofort klar ist, wo da was passiert, ist das tatsächlich ein Problem, mit dem die Community zurzeit zu kämpfen hat. Was auch ein Grund ist, weshalb ich ganz froh bin, dass auf YouTube nicht in der von Journalismus stattfindet, weil man einfach nicht wirklich erkennen könnte, wer oder was dahinter steckt, dass eine Nachricht mal so vorgetragen wird oder so. Bei LeFloid kann ich übrigens mit relativ guter Sicherheit sagen, dass er in seinen News keine Werbung einbindet. Und wenn, dann macht er es sehr, sehr deutlich. Also Werbung macht er abseits von den News. Was nicht heißt, dass die Leute es nicht ständig versuchen, bei ihnen reinzukommen. Aber es gibt ja zum Beispiel diese Beauty-Gurus, die meistens sind es junge Frauen, es gibt auch ein paar Männer, die dann halt ohne Ende neue Beauty-Produkte vorstellen. Und man weiß nie, haben sie die jetzt von sich aus im Laden gekauft oder sind die ihnen zugeschickt worden? Ist da vielleicht sogar Geld geflossen? Das ist in den seltensten Fällen erkennbar, leider. Das ist etwas, womit wir uns momentan sehr stark beschäftigen. Auch wir machen jetzt gerade einen Gaming-Kanal und da kommen jetzt natürlich die ersten Interessenten und wollen, dass wir ihr neues Videospiel da live in der Sendung, also es ist bei uns ein Sendungskonzept, deswegen sagen wir Sendung, obwohl es natürlich ein YouTube-Kanal ist, wollen, dass wir das vorstellen. Dann ist natürlich auch die Frage, okay, machen wir das, passt das zu uns und wie gehen wir damit um? In der Regel, wie gesagt, indem, wenn wir es machen, wir das auch kennzeichnen. Wäre Produktplatzierung dann nicht auch so ein Finanzierungsmodell für den klassischen Journalismus? Also, wir hatten ja jetzt, diese Diskussion gab es ja jetzt auch durchaus. Der Mensch, der bei der Taz ein bisschen Kollegen ausspioniert hat, hat ja das bei der Süddeutschen ja auch gemacht und hat dann sozusagen die Vorwürfe erhoben, die sicher nicht ganz falsch waren, dass selbst die Süddeutsche das gemacht hat in ihrem Beilagenteil, dass sie also, auf ihren Geldseiten dann auch für Produkte geworben hat, die möglicherweise problematisch waren, beziehungsweise halt Geld dafür bekommen hat, wenn sie klassische, diese Cross-Geschäfte sind ja so in diesem, nicht meistens nicht in dem Bereich der Zeitungen, wo Politikseiten und andere Seiten sind, sondern mehr so in diesen Beilagenseiten, wo man auch Anzeigen generieren möchte. Anzeigenmarkt ist sehr umkämpft und dann sagt man, okay, richtig Anzeige, halbe Seite kaufst du, und dann gibt es noch einen schönen redaktionellen Beitrag dazu, der das Produkt dann auch noch ein bisschen anders vorstellt aus journalistischen Sicht. Das sind solche Sachen, die sind quasi durch Pressekodex und andere Dinge verboten, werden aber immer zu gemacht. Angeblich auch zunehmend, ich sage das jetzt nicht so feststellen, aber es ist schon immer gemacht worden und natürlich, wenn der finanzielle Druck zunimmt, wird es mehr gemacht. Jetzt hat sogar die Industrie sich selbst einen Kodex gegeben, um zu sagen, oder will sich einen Kodex geben, um zu sagen, wir machen das von uns aus nicht, um die armen Journalisten nicht unter Druck zu setzen. Das war natürlich auch sehr ironisch. Grundsätzlich ist es aber so, dass erstmal die Regeln bestehen, dass die auch, denke ich mal, in großem Maße eingehalten werden, dass es immer schwarze Schafe gibt und dass in manchen Bereichen es mehr, in manchen Bereichen weniger gemacht wird. Aber im Grunde würde man, kann ich nur noch sagen, dass es nicht so ist, zu 90%. Und im Fernsehbereich hatten wir diese Schleichwerbung-Diskussion ja auch, Product Placement und so weiter und so fort. Gerade beim Öffentlich-Rechtlichen, das war ja auch sehr peinlich, damals diese Soap, die da quasi eine Dauerwerbesendung war für bestimmte Produkte. Auch das wird ja diskutiert und tatsächlich ist sozusagen YouTube jetzt als neues Medium, muss diese Diskussion auch führen. Es ist offensichtlich nicht so, dass natürlich jetzt jeder macht, was er will. Endemol hat sozusagen noch ein Image zu verteidigen im Jenseits des YouTube-Wesens, deswegen wird bei der Firma wahrscheinlich mehr drauf geachtet als bei anderen. Es ist ganz klar, dass YouTube jetzt noch ein bisschen der Westen los ist. Ich kriege das bei meinen Kindern halt mit, die gucken, machen ja diese Sache, die man als Eltern immer schwer versteht. Die gucken dann so Minecraft, Minecraft das Spiel, gibt ja die Kronk und umgespielt und was auch immer. Leute, die ja Millionäre werden, weil sie halt auch Millionen von Fans oder Kunden oder Abonnenten haben.
Und selbst da in diesen Minecraft-Videoclips wird dann nebenbei noch beim Schwatzen wird dann noch irgendwas erzählt, wobei ich halt immer das Gefühl habe, das wird nicht irgendwie einfach so erzählt, sondern da wird auch nebenbei ein bisschen Werbung gemacht, weil wenn jemand, der 1 Million Mal geguckt wird, einfach nochmal nebenbei sagt, ach, ich habe mir letztens die PlayStation 4 gekauft, die ist ja echt geil, das hat das in der Let's Play 12-Jährigen, 14-Jährigen, wenn die sich schon entscheiden müssen zwischen Xbox und PlayStation, vielleicht ziemlich einen Eindruck, viel mehr Eindruck als irgendein Werbeclip im Fernsehen, den sie sowieso nicht mehr gucken. Insofern muss, glaube ich, YouTube diese Diskussion führen. Ich will ja gar nicht von oben herab in irgendeiner Art und Weise. Das muss sich überall erst richten und ich glaube, die Welt geht nicht runter, dass es jetzt nicht so der Fall ist. Aber es muss tatsächlich gemacht werden und diskutiert werden. Und diese Art, das wird sehr schwer, weil das natürlich eine... Wie soll ich sagen? Wie soll man das regeln? Ne? Es gibt ja keinen Eigentümer, es gibt keinen Verlag, der dahinter steht, es gibt ganz viele Partikularinteressen, es gibt ganz viele kleine Firmen, jeder kann im Prinzip das tun und wenn er nur genügend Abnehmer hat, dann, also YouTube selber müsste es machen, aber es ist ja wieder ein globales Unternehmen, nach Ländern setzen kann sich das nicht machen. Also es ist wirklich eine schwere Frage, wie bei vielen Dingen ja auch, Google und andere. Ja, Quink, vielleicht kannst du uns da weiterhelfen. Was wäre denn möglich, dass solche Regeln durchgesetzt oder beziehungsweise erstmal ausgehandelt und dann durchgesetzt werden könnten? Für uns hier in Deutschland ist es tatsächlich insofern einfacher, dass wir ein beschränkteres Publikum haben, und zwar durch die deutsche Sprache. Wir sehen das bei unseren Kollegen in UK, die ein sehr viel größeres Publikum erreichen, obwohl sie einfachere Kanäle produzieren als wir. Zum Teil. Und das liegt einfach an der englischen Sprache, dass die international verstanden gesprochen wird. Während man im deutschsprachigen Raum, das weiß ich jetzt besonders gut, weil wir da manchmal unsere Lizenzgespräche haben, das sind Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und wenn man großzügig ist, noch Liechtenstein da mit reinzählt. Also ich meine, natürlich gehört Liechtenstein dazu, aber es wird gerne mal übersehen. Insofern kann man natürlich die Gesetze am ehesten an den nationalen Gesetzen in Deutschland ausmachen, was einfach der größte Markt im deutschsprachigen Raum ist. Und die unterscheiden sich jetzt gar nicht so sehr von Österreich, Luxemburg, Schweiz und Liechtenstein. Eventuell kann man so eine europäische Lösung finden, was ich begrüßen würde, denn das würde endlich auch für alle Mitbewerber im europäischen Raum Klarheit schaffen. Und ich möchte allerdings noch eine Geschichte erzählen. Ich war vor einigen Jahren, vor 5 Jahren, bevor ich zu Endemol kam, war ich kurzzeitig in der Werbeabteilung einer großen Bank. Und da war es eigentlich gang und gäbe, dass wir für Zeitungen ganze Artikel geschrieben haben, und dann versucht haben, die erst als Advertorial zu kaufen und dann zu fragen, ja, aber was müssen wir denn machen, dass nicht Anzeige oder Advertorial drüber steht? Und dann haben recht viele Zeitungen sind so weit darauf eingegangen, dass sie gesagt haben, wir bringen halt jetzt ganz viel zusätzlichen redaktionellen Content mit rein von uns aus, lassen von euch aber die wichtigsten Sätze drin und dann muss nicht mehr Anzeige drüber stehen. Obwohl es natürlich inhaltlich ganz klar von dieser Bank eine Anzeige war. Ja. Das ist im Grunde so eine Geschichte, wie du sie ja eben schon angedeutet hast, dass diese... Also klar, das gibt's. Also ich bin jetzt 15 Jahre bei der Thüringer Allgemeine, da gab es das noch nie. Also habe ich jedenfalls noch nicht festgestellt. Aber... Die Thüringer Allgemeine war da nicht. Ja. Aber im Lokalteil zum Beispiel ist es allein schon, weil die Leute dann... ja gar nicht die Zeit haben, auf einfach die Seiten zu füllen, so blöd es jetzt klingt. Da geht es ja gar nicht jetzt um Firmen, da geht es um Parteien, die so irgendwie eine Pressemitteilung abgeben und die wird dann relativ 1:1 reingenommen. Das ist manchmal auch eine andere Grund, also gar nicht, um eine Anzeige zu generieren oder um Geld zu machen, sondern einfach nur, um Blatt zu füllen und irgendwie Content zu haben, der umsonst und unrecherchiert geliefert wird. Wird das manchmal auch 1:1 abgedruckt, sowas passiert, auch bei Regionalzeitungen in der Provinz. Wo es, ich denke, deswegen sage ich ja, es ist meistens in diesem Bereich, wo die Zeitungen dann noch zu den normalen Büchern, die sie haben, also dem normalen Produkt, noch Zusatzprodukte machen, also Beilagen zu bestimmten Themen, zu Geldgeschäften und so weiter und so fort. Da ist sowas, denke ich, fast gang und gäbe mittlerweile.
Und es gibt natürlich auch viele Special Interest Magazine und Zeitungen, die das eher dann machen. Die großen, glaube ich, überregionalen, auch großen regionalen Zeitungen ist das für den Kernbereich, glaube ich, sehr selten. Es wird halt, wie gesagt, öfters bei diesen Beilageprodukten gemacht und die werden dann meistens, das ist ja das Problem, nicht von der Redaktion selbst verantwortet, sondern von dem Verlag. Das heißt, da sprechen halt die Anzeigen Leute, mit denen wir normalerweise überhaupt keinen Kontakt haben, da eifrig mit, weil die sozusagen, erst ist die Anzeige da und dann kommt das Produkt drumherum. Das ist eben die falsche Reihenfolge. Während wir mit den Anzeigenleuten null zu tun haben, unserer Zeitung, ist ja auch schon durchaus der Fall war, dass sie dann versucht haben anzurufen, zu sagen, dieser Artikel, aber die Anzeige müsste auf die Seite, weil das Thema, was daneben steht, was wir gesehen haben, passt nicht oder ist nicht schön, was weiß ich, Mord und Totschlag und daneben die Aldi-Anzeige, das freut Aldi nicht und dann gab es aber, soweit ich weiß, immer dann diese Art, dass man gesagt hat, na gut, dann muss das eben so sein. Das bleibt so, weil das wäre dann sozusagen der Anfang von dieser berühmten Entwicklung, wo man dann sagt, wo ist denn die Grenze? Am Anfang ist es nur die Platzierung der Anzeige, schließlich irgendwann ist es dann der Artikel daneben. Aber der Druck ist da, ganz einfach aus den finanziellen Gründen und die Versuchung ist hoch. Ich würde jetzt gerne mal in die Runde schauen, ob es auch Fragen aus dem Publikum gibt oder ob es Fragen aus dem Netz gibt, Marco, die wir vielleicht noch mit aufnehmen können. Ansonsten bleiben wir erstmal hier beim Publikum. Es wäre vielleicht ganz schön, wenn du kurz sagen könntest, wer du bist. Wir versuchen es vielleicht mal ohne Mikro. Gut, das ist kein Problem. Ja, ich bin Alexander Krug. Ich studiere jetzt hier schon im fünften Semester in Jena Kunstgeschichte, Bildwissenschaften, Filmwissenschaften und Philosophie. Ich hätte an beide Redner eine Frage. Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Kann auf Plattformen wie YouTube oder auch durch Blogs etc. ein kritischer Journalismus entstehen? Ich würde jetzt mal behaupten, die ganze Szene ist noch relativ neu. Und YouTuber haben wirklich eine große Reichweite schon erreicht. Nur trotzdem wird oftmals noch ein starker Konsens einfach bedient. Da werden populistische Meinungen teilweise verbreitet, aber auch es tun sich schon Parallelgesellschaften fast schon auf. Also es gibt Kanäle mit 30.000 Abonnenten, die rechtes Gedankengut verteilen oder Salafisten verbreiten da auch ihr Gedankengut. Und ist es wirklich möglich momentan, dass sich junge Leute vor allem auch zu kritischen oder auch reflektierten Rezipienten oder allgemein einfach Zuschauern entwickeln können, allein durch Nachrichtenplattformen über YouTube, Social Media etc.? Oder wäre das erstmal nur noch durch die traditionellen Medien, die bisher sich vielleicht auch schon über Jahrzehnte etabliert haben, möglich? Also ich hoffe, dass das möglich ist, weil es das ist, was ich seit Jahren auf YouTube versuche, eben Leuten auch mitzugeben, hier denk ruhig zweimal über Sachen nach. Also auf jeden Fall diese radikalen oder populistischen Kanäle, die gibt es. Da wird man auch nie etwas gegen tun können, dass es die gibt. Weil YouTube einfach eine offene Plattform ist, ähnlich wie das gesamte Internet. Jeder kann seinen Content einstellen. Gegen die ganz radikalen Sachen kann man natürlich vorgehen, die nimmt YouTube dann auch runter. Aber ganz allgemein muss man einfach auch abwegige Meinungen im Netz akzeptieren, dass die vorhanden sind. Man muss halt nur versuchen, ihnen auch etwas entgegenzusetzen. In den Kommentaren merke ich es ja andauernd, dass ich sehr viele Leute habe, die einfach, meine Videos sind natürlich auch immer sehr subjektiv geprägt, die geben den Leuten auch eine Meinung mit. Ich hoffe, sie geben sie ihm nicht vor, aber da merke ich dann in den Kommentaren, dass die Leute teilweise halt sehr allergisch darauf reagieren, dass sie dann sehr anders geprägt sind, dass die auch großteils auf eine Art geprägt sind, die ich nicht nachvollziehen kann, sagen wir zum Beispiel durch völkisches Denken, also Volk geht über alles und Freiheit des Individuums zählt nichts, wo dann die Diskussion natürlich schwierig ist. Vor allem, weil in Kommentaren traditionell eher sehr aggressiv Rhetorik geübt wird. Insofern, ich hoffe, dass das möglich ist, ob ein kritischer Journalismus auf YouTube möglich ist. Das hat Martin gerade ja gesagt, es ist eine Kostenfrage.
kann man mit einem YouTube-Kanal so viel verdienen, dass es sich lohnt, damit kritischen Journalismus zu betreiben. Kritischer Journalismus kostet. Der kostet so viel, dass es überhaupt in dieser ganzen Sphäre, in der wir uns bewegen, das Dramatischste vor 2 Jahren war es, glaube ich, da hat CNN komplett seine Investigativabteilung abgestoßen, weil sie sich das nicht mehr leisten wollten. CNN, ein Sender, der rund um die Uhr nur Nachrichten macht, macht keinen investigativen Journalismus mehr. Auf YouTube findet man dann hingegen jetzt so schöne Sachen, das HBO zum Beispiel, die Reihe John Oliver, Last Week Tonight with John Oliver, dort zweitverwertet, was natürlich auch ähnlich wie Heute Show, ähnlich wie Daily Show eigentlich ein, ja, man sagt Fake News, tatsächlich sind es reale News, die halt sehr satirisch, auch sehr subjektiv geprägt, nochmal aufbereitet hinterfragt werden und das dann wiederum auch sehr, hoffe ich, zu Kritik mit anregen, nicht dazu, dass man halt alles einfach so schluckend aufnimmt. Also solche Formate können im englischsprachigen Raum auf jeden Fall existieren, mit einem großen Sender dahinter, aber ich glaube, es wäre auch möglich, so etwas allgemein nur auf YouTube zu etablieren für ein englischsprachiges, internationales Publikum. Im deutschsprachigen Raum finde ich auf jeden Fall, sehe ich da auf jeden Fall mittelfristig schwarz, einfach weil sich mit YouTube nicht dieses Geld, um investigativen Journalismus zu finanzieren, verdienen lässt. Leider. Und was sagst du dazu? Werden deine Söhne zu kritischen Rezipienten, wenn sie nur noch YouTube schauen? Also ich würde es jetzt mal ein bisschen aufweiten, nicht nur YouTube, sondern Internet insgesamt, also jenseits der sogenannten etablierten Medien, die natürlich auch etabliert gar nicht mehr sind, wie wir ja vorhin diskutiert haben. Blogs insgesamt, nicht nur Videoblogs, sondern auch andere Blogs. Da gibt es schon einige in Deutschland, die durchaus kritischen Journalismus produzieren. Bildblog hast du vorhin genannt. Die finanziert sich aber interessanterweise über Spenden. Also wir hatten letztens gesagt, Bildblog stirbt, wenn mir jetzt nicht gespendet wird. Krautreporter gibt es ja auch so ein Projekt, das ist kein Blog, aber das ist auch eine reine Online-Plattform, die sich selbst gebildet hat und frei operiert, da muss man sehen. Interessanterweise sind die eingetreten bei Krautreporter, das hat man gut beobachten, das ist überhaupt keine Häme dabei. Die sind also angetreten mit großen Sprüchen, das hat das mit Selbstvermarktung zu tun gehabt. Wir wollen den Online-Journalismus reparieren oder retten oder reformieren und was auch immer. Er ist am Boden, jetzt richten wir ihn wieder auf. Im Endeffekt, was die machen, ist nichts anderes jetzt als ganz klassisch die klassischen Sachen bedienen. Es ist eigentlich wie ein Magazin, nur halt nur online. Also so wie man, was weiß ich, würde mal sagen, also so ein bisschen wie, der, wie gesagt, so ein intellektueller Stern, ja, so mit verschiedenen Rubriken, mit verschiedenen Reportageformaten, Kolumnen und so weiter, wo sie versuchen, kritischen Journalismus zu produzieren und dafür haben sie vorher eben Geld gesammelt, weil das Internet selbst es nicht tragen würde. Ich glaube, da gibt es ganz viele Formen, die jetzt entstehen. Es gibt auch reine Meinungsblogs zum Beispiel, wo es eher ein bisschen rechtskonservativ zugeht. Die Achse des Guten heißt es, glaube ich, wo also man schon interessante Dinge, nicht nur reine Meinung, sondern auch durch Fakten fundierte Meinungen lesen kann, auch wenn die einem möglicherweise nicht passen, aber es ist also auch eine Quelle, die man durchaus zur Kenntnis nehmen muss. Aber im Grunde ist es halt immer so, dass es sehr oft, wenn die Dinge im Internet funktionieren, darauf passieren, dass man klaut. So, es gibt so ein dieses Daily Mail, ne, dieses Tabloid in Großbritannien, das gibt es jetzt ganz groß im Internet, heißt glaube ich anders, Mailpostbot, Daily Post oder was auch immer. Auf jeden Fall, die haben die wahnsinnige Reichweite und die machen nichts anderes als überall zu klauen. Also die schreiben die Geschichten neu, die nehmen von der New York Times eine Geschichte und schreiben die halt neu auf mit den Quellen, mit den Zitaten, mit den Fotos zum Teil, die sie dann irgendwo zusammenholen die aus dem sozialen Netzwerken und schreiben die Geschichte halt neu und teasern die halt so heftig mäßig an. Ja? Also so, die glauben gar nicht, wie das war, dass die Frau mit Krebs gestorben ist. Es war die 3 der New York Times, weiß aber keiner. Und das passiert sehr oft im Internet und da die Sachen hier ganz oft über Ländergrenzen hinausgehen, ist es ganz schwer, mit Urheberrechten hinterher zu kommen. Das ist also sehr oft der Fall zurzeit im Netz, dass also, wobei, wie gesagt, auch davon auch die klassischen Medien nicht ausgenommen werden sind. Also ich, wenn man muss nur genau hingucken, wenn man eigene Geschichten irgendwo anders dann auch liest, wo dann fast Sales drin, also Copy-Paste gemacht worden ist bei bestimmten Geschichten, das passiert also auch zwischen den
wie soll ich sagen, zwischen den klassischen Wettbewerbern, die dann eben teilweise auch voneinander kopieren. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich jetzt halt sehe. Es gibt also diese Entwicklung, es gibt Blogs, die wird es auch bei YouTube geben, bin ich eher optimistischer. Ich glaube schon, dass selbst wenn es dann eben über Spenden funktioniert zum Beispiel oder über eine Stiftung, die sich dahinter stellt oder irgendein Mod von Mäzen, dann glaube ich schon, dass sowas auch im Videobereich funktionieren wird, so wie es jetzt auch im normalen Blogbereich funktioniert. Aber wie gesagt, ich sehe zurzeit halt nicht, obwohl ich mir das durchaus wünschen würde. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, um Gottes Willen, da kommen die Neuen und ich werde dann sterben, sondern ich sehe es zurzeit halt nicht. Also diese ganzen Dinge, die, wenn ich schon kurz reden bin, als ich vor 20 Jahren in den USA studiert habe, da war das damals ja im Internet gerade so die Uhrzeit. Also Spiegel Online hat sich gerade gegründet gehabt, die Welt hat mit so einer drehenden Murmel da ihre Webseite gestartet und ich habe damals ein Paper geschrieben, habe da Politik auch studiert, über Vote, über Internet, Voting im Internet. Ja, also das war damals, war mir völlig klar, in 5 Jahren wird kein Mensch mehr in die Wahlkabine gehen. Alle werden natürlich im Internet abstimmen, ist doch viel schlauer. Ja, und es gab damals schon die ersten Modellprojekte und es gab die erste Studie dazu und alle haben gesagt, na gut, 5, manche haben gesagt 10 Jahre, 15 Jahre möglicherweise, dann wird das Voting, also wird bei den Wahlen nur noch im Internet stattfinden. Und bestimmte Sachen, die also in der Anfangszeit im Internet so logisch erschienen, das ist auch logisch, dass natürlich dann, wenn ganz viele Leute Zugang haben und es gibt so diese Schwarmintelligenz, dass so viele Leute was Content produzieren können, die sind doch überall dabei, die können dann irgendwie einen Unfall fotografieren oder sie können ihre Meinung kundgeben oder sie können ihre Probleme, die sie in der Schule mit den Kindern, also die ihre Kinder in der Schule haben, irgendwo beitreten, das wird dann irgendwie. Dann gibt es vielleicht noch Leute, die das aufgreifen und dann verarbeiten und dann wird das irgendwie eine Art von Neujournalismus. Und das findet halt komischerweise nicht statt. Sondern die Leute, es wandern überall unfassbar viele, und das mache ich gar nicht kritisch, Banalitäten ab. Und es gibt diese quasi diese Surrogat, bei dem man dann meint, dass es entstünde, das gibt es halt komischerweise nicht. Also ich suche es immer noch. Aber vielleicht wird es noch gefunden. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, da vorne war eben noch eine, ja? Ja, Paula Giordi. Ich studiere auch in Jena und bin beim Campus gerade Jena, dem coolen Studentenstudium. Und jedenfalls, was Sie da eben gesagt haben, dass Sie, also einmal dieser Punkt mit dem Clown, dass im Internet viel Erfolg auf dem Clown basiert. Also dem stimme ich zu, dass es viele Webseiten, Videos gibt, die darauf basieren. Aber das wird man ja erstmal nicht verhindern können, wie Sie auch selber festgestellt haben. Muss man dann nicht einfach als Thüringer Allgemeine einfach besser sein als derjenige, der mich klaut? Also weil das ist, also natürlich, das ist erstmal eine sehr naive Herangehensweise, aber das heißt ja, wenn jemand den interessanteren Artikel in einem Blog liest, der vielleicht abgeschrieben hat von der Thüringer Allgemein, aber warum liest denn jemand auf diesem Blog diesen Artikel und nicht bei der Thüringer Allgemein? Also muss ich doch vielleicht lieber dann daran auch tatsächlich arbeiten. Also und nicht einfach davor kapitulieren und sagen, es wird alles geklaut im Internet, kann kein Journalismus stattfinden oder findet noch nicht statt. Und auch zu dem Punkt, mit dem die Basis fehlt, dass eben nicht alle 80 Millionen Einwohner von Deutschland sich im Internet journalistisch beteiligen. Klar, das ist eine Frage, vor allem wenn man ehrenamtlich Journalismus macht, die man sich auch selber fragt, öfters stellt. Warum sind wir nicht mehr in dieser Redaktion? Warum machen nicht mehr mit? Warum nutzen nicht mehr diese Möglichkeit? Aber auf der anderen Seite, wenn ich meine Facebook-Timeline ansehe, ich habe da sehr, sehr viele Freunde drin, die eben nicht nur Tiervideos posten, sondern die eben auch journalistische Artikel posten, die eben mit den ganzen Themen oder Blogs auseinandersetzen. Also das gibt es ja trotzdem. Also das Letzte überzeugt mich jetzt nicht, weil ich bin ja auch bei Facebook und Twitter unterwegs. Natürlich, genau, die Links. Man wird gepostet, man wird irgendwo hingeführt. Da ist es super, richtig toll, diese sozialen Netzwerke. Man kommt auf Themen und man kommt auf Artikel und Veröffentlichungen, die man vorher nicht gelangt wäre. Man hat ja auch eine Social Proof sozusagen, Leute, die ähnliche Interessen haben. Das entsteht ja automatisch. Dadurch wird man halt auf Dinge geführt, die man vorher nicht gesehen hätte. Also insofern hat das einen totalen Mehrwert, diese Netzwerke, aber sie produzieren ja nicht den Inhalt, sondern sie vermitteln bloß den Weg dahin. Das Erste ist völlig richtig, beim Ersten würde ich dir völlig zustimmen, also wenn ich Lamoyant rüberkommen sein sollte, entschuldige ich mich, also das will ich nicht, also ich finde das albern, wenn man dauernd sich selbst oder die Zustände oder den Fortschritt oder was auch immer oder die Entwicklung bejammert, das ist absurd. Und natürlich ist es völlig klar,
dass die Zeitung und das Produkt, das Medium, das ja, wir sind ja auch online unterwegs, natürlich einfach so gut sein muss, so geil, so knallig, so exklusiv, dass die Leute sagen, was soll ich bei dem blöden Blog oder was soll ich bei der blöden Kopie, wenn nicht das Original doch viel besser ist. Nun kommen ja auch relativ viele, wir sind ja sozusagen mittlerweile, obwohl der Auftritt nicht so toll ist, aber relativ gut geklickt. Nur das Problem ist, das nützt mir ja noch nicht mal was. Weil wir haben zwar ein bisschen Werbung auf der Seite, aber das Geld, was die Zeitung verdient, verdienen sie von über die Printabos und über den Kioskverkauf. Über die Online-Seite verdienen wir so gut wie nichts. Das heißt also, schön, dass wir die Sachen, wir machen ja mittlerweile auch, spielen solche Sachen durch, wie ich mache halt online first, dass man also, oder von online to print heißt das dann, also man, das klingt jetzt irgendwie abenteuerlich, als es ist, man macht einfach schon eine Version irgendwie mittags fertig, schreibt dann noch einen Kommentar irgendwie fürs Printgeschichte und dann abends aktualisiert man noch die Online-Variante für die Printausgabe. Das mache ich auch so aus Selbstversuch manchmal, auch um zu schauen, wie sowas dann funktioniert, ob die Leute dann, ich twitter das auch und guck mal, ob, also das berühmte Ego-Twittern, dass man seine eigenen Beiträge mal postet und guckt, ob damit mehr Traffic produziert wird, was tatsächlich passiert, manchmal. Das kommt nur auf die Retweets an, ja, und das sind alles so Sachen, das ist völlig richtig. Also man darf hier nicht irgendwie sich bejammern und muss sagen, um Gottes Willen, jetzt werde ich einmal nur geklaut und alle nehmen mir meine Inhalte weg. Das ist es nicht. Es ist halt nur so, was ich von Anfang gesagt hatte. Das Einzige, was eben der Krux ist, ist gar nicht, dass wir nicht gelesen werden, sondern das Problem ist, wie kriegen wir das hin, dass die Leute im Netz dafür auch irgendwie zahlen. Und da sehe ich eben keine Strategie. Ich frage mich wirklich immer, als damals, wir sind, es ist nicht wie bei der Stahlindustrie, aber es ist im Endeffekt ein Transformationsprozess. Also, und der Transformationsprozess muss, finde ich, wenn er ganz sich selbst überlassen wird, scheitern. Jedenfalls in manchen Bereichen. Es wird viel mehr verloren gehen, als sein müsste. Also wir hatten auch natürlich den Transformationsprozess, der ja in Jena auch geforscht wird, am Institut für Soziologie, die DDR, ist untergegangen. Es kam die Digitalisierung hier und vieles, was damals passiert ist, war unvermeidlich und manches eben nicht. Es ist also manchmal schlecht moderiert worden, es gab politische Gründe, auch kann man lange darüber diskutieren. Und ich frage mich einfach, warum nicht die Politik bzw. die politische Debatte stattfindet, nicht darüber, dass der Prozess in einer Branche, die tatsächlich auch konstituierend ist für die Demokratie, nicht moderiert wird. Das heißt, für alles Mögliche gibt es runde Tische. Für alles Mögliche gibt es konzertierte Aktionen. Das ist so eine Geschichte aus den 80ern, als dann eben der massiv großen Industrien runterging. Und ich glaube schon, dass es sowohl die Verlage als auch die Politik in der Pflicht sind, miteinander zu reden. Und auch sozusagen vielleicht einen Rahmen zu schaffen, auch das Kartellrecht, dass sozusagen Verlage miteinander ins Gespräch kommen darüber, wie sie vielleicht gemeinsam für eine Übergangszeit diese Übergang in Richtung, was auch immer das heißen mag, Paywall oder was auch immer, dass es also diese Umsonstkultur im Internet nicht mehr so einfach gibt. Ich rede zu lang. Marco, du hast wohl aus dem Netz eine Frage oder einen Kommentar? Wir haben bei Facebook jetzt eine Frage gehabt, aber die geht eigentlich auch wieder ums Geld, nämlich die Frage, ob im Podium geglaubt wird, dass sich Bezahlmodelle wie das von der Süddeutschen, was jetzt geplant ist, ob die funktionieren und ob das Geld, was damit erwirtschaftet wird, am Schluss wirklich in guten investigativen Journalismus gesteckt wird. Also ist es sozusagen glaubhaft, dass das Geld dann auch im besten Journalismus landet? Also ich hatte mir jetzt vorgestern die SZ-App aufs Handy geladen, habe festgestellt, dass das eine reine Artikelverkaufs-App ist und habe sie dann wieder von meinem Handy runtergeworfen, weil ich gesagt habe, okay, da kann ich nichts mit anfangen. Ich muss sofort den Artikel sehen können, um zu beurteilen, ob ich den mag und würde dann eventuell hinterher bezahlen. Insofern finde ich das Bezahlmodell der Taz besser, die einen halt hin und wieder daran erinnert, möchtest du nicht vielleicht bezahlen? Also ich sehe das, also ich glaube zunächst mal, ja, die SZ würde das wahrscheinlich, sie würde das Geld für das gesamte Modell der SZ nehmen und auch für investigativen Journalismus. Natürlich würde niemand das ganze Geld sofort in investigativen Journalismus only stecken, aber auch dafür würde es dann wahrscheinlich ausgegeben werden. Aber ich glaube nicht, dass dieses Bezahlmodell jetzt die Rettung ist, auf die der Journalismus gewartet hat, kann ich mir aus meiner Sicht als einigermaßen Digital Native, also ich bin 1980 geboren und
bin lange im Internet, aber ich bin ja jetzt nicht reingeboren. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Hast du denn schon mal bei der Taz bezahlt für einen Artikel? Ich sehe es gar nicht so, dass man da für den Artikel bezahlt, sondern dass man da für den Journalismus der Taz allgemein bezahlt. Ja, da habe ich schon mal ein klein wenig Geld dagelassen. Einfach weil, also ich benutze die Taz nicht sehr häufig, weil die Taz ja auch eine Agenda in dem Sinne vielleicht nicht, aber sie hat eine starke politische Richtung, wo wir wieder beim Thema subjektiv sind. Und da deswegen bin ich vorsichtig damit, was ich, wenn ich recherchiere, was ich da aus der Taz ziehe und was von woanders. Deswegen bin ich gar nicht so häufig da, aber doch so häufig, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen. Das Taz zur Taz wollte ich nur sagen, das ist natürlich nett bei der Taz. Die Taz ist eine besondere Zeitung, also die Taz hat schon immer über Spenden funktioniert und funktioniert auch weiterhin über Spenden, und die Klientel, die Taz anzieht, sind bessere Menschen. Die Besseren, das sind die guten Menschen, das sind die Menschen, die die Grünen wählen und zur Veranstaltung der Böll-Stiftung gehen und einfach moralischer sind, ja, und kein Fleisch essen. Ich will jetzt kein Klischee aufbauen, aber natürlich ist es so. Der normale Konsument ist nicht so, dass er einfach mal so spendet. Also ich habe zum Beispiel auch bei Wikipedia gespendet, weil ich einfach finde, ich bin so oft bei Wikipedia unterwegs und die Vorteile gegenüber Wikipedia sind ja Quatsch. Also es muss man natürlich immer aufpassen, es ist für mich nicht eine Primär, also es ist für mich nicht die einzige Quelle, aber mir ehrlich ist das zwei- oder dreimal passiert, dass also bei eher kleineren Beiträgen, kleineren Einträgen wirklich was Falsches und aufgekommen ist. Aber ansonsten, glaube ich, ist diese Spendenkultur im Internet nicht da. Das heißt, man muss die Leute schon verführen dazu, dass sie für irgendwas bezahlen, was ja auch eigentlich das Normalste von der Welt ist. Man kauft ja auch ein Auto und zahlt da auch viel Geld, man kauft ja was. Das ist eine Leistung, die man bekommt, und kein Mensch würde ja erwarten, dass er ein Brötchen umsonst beim Bäcker kriegt. Es sei denn, man ist 5 Jahre alt und guckt ganz nett. Und deswegen ist die Taz nicht das Modell. Was ist das Modell? Es gibt halt keins. Das ist das Problem. Die Süddeutsche wird damit auch, denke ich, scheitern. Was heißt scheitern? Das wird natürlich nicht scheitern heißen, sondern sagen, man wird das irgendwie verändern und abändern und so weiter. Bei der Wall Street Journal haben sie es eingeführt, da abgesagt. Bei New York, in Amerika kann man es gut beobachten, wie die Dinge eingeführt wurden und wieder abgeschafft wurden. Es gibt, wie gesagt, ganz wenige Portale, die profitabel sind, wobei die Zahlen auch nicht veröffentlicht werden. Das heißt, also so richtig toll kann das auch nicht laufen. Spon ist so eine Geschichte. Da sieht man auch, wie Online-Journalismus funktioniert, Spiegel Online. Weil das ist, ich will überhaupt nicht beschimpfen über Spiegel Online, das ist das Leitmedium, wo sich auch ganz viele Journalisten daran orientieren, sehr schnell, ist gut aufbereitet. Es ist natürlich so, dass die Texte, und ich sage da nichts Schlechtes über die Kollegen, die da arbeiten, die machen eine gute Arbeit, aber das ist natürlich trotzdem so, das ganze Format läuft halt so auf 20% Tiefe maximal. Also du sind schnell konsumierbare, locker, flockig aufgeschriebene Texte, die sehr schnell gemacht werden, schnell verändert werden. Und das heißt also, man kriegt auch viele mal News, also sozusagen in dem Sinne, dass man irgendwie ein Zitat oder irgendeine Stimme von jemandem exklusiv bekommt, oder man kriegt sogar mal ein Papier exklusiv, weil man halt so eine weite Verbreitung hat als Spiegel Online. Aber es ist eben ganz klar so, dass es mit dem Magazin, das ist ja auch der Kampf dort bei dem Magazin, mit den tiefen Recherchen, die dort betrieben werden, nicht so viel zu tun hat, sondern aufgrund des Namens auch gut läuft. Und diese Art von Online-Journalismus, das finde ich überhaupt nicht schlimm, ist als Ergänzung gut. Wenn wir nur solche Art von Journalismus hätten, das heißt also, die sich über Werbung finanzieren müssen, dann wäre es zu wenig. Das wäre jetzt, ich finde, das ist, was Spon macht, ist Politikboulevard. Also ich lese ständig, also ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich mich darüber erheben will, und ich kenne auch, ich habe auch Freunde, die da arbeiten, aber das heißt also, ich sehe weiterhin das Problem, es muss irgendein funktionierendes Modell irgendwann geben, und ich glaube eben nicht, dass das von selbst entsteht. Ich glaube nicht mehr dran, ich dachte mal, es kommt. Man guckt nach Amerika und denkt, irgendwann kommt das eben wie alles von Amerika irgendwann rübergeschwappt. Dieses eine Micropayment-Modell, oder wenn es dann Murdoch damit anfing in Amerika, dachte ich, ja, wenn der es macht, dann wird es vielleicht funktionieren, auch wenn er sonst der Böse ist, aber in dem Fall vielleicht mal der Gute. Aber das alles sehe ich eben nicht, und deswegen glaube ich tatsächlich in dem Fall, vielleicht bin ich zu deutsch, Papa Staat, hilf ein bisschen, versuch irgendwie politisch was zu lösen, weil du hast auch ein Problem produziert. Und das Problem heißt öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
so toll man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk findet, und du bist ein gutes Beispiel dafür, heute.de, tagesschau.de, das sind alles Sachen, die direkt in Konkurrenz zu im Privatverlagen stehen. Das war früher nicht so. Früher gab es halt nur die Konkurrenz Privatfernsehen, die ja auch spät entstanden ist, zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Rundfunk. Jetzt haben wir im Prinzip in Thüringen den MDR, und der MDR hat viel mehr Leute als alle Zeitungen zusammen, also jedenfalls im regionalen Bereich. Und die können uns tot machen, wenn sie wollten. Das machen sie nicht so richtig, weil sie ein bisschen gemütlich sind und behäbig und eine Behörde. Aber wenn die mal losgelassen würden, wenn die mal nicht so wie eine Beamten arbeiten würden, dann würde das nichts gegen die Journalisten. Das ist einfach, der Betrieb funktioniert so. Mit fünfmal abnehmen und 18 Konferenzen zwischendurch. Aber da gibt es viele Reibungsverluste und viele, viele Sachen, die da, wo auch Geld verbraten wird. Aber im Prinzip ist das der bestausgestattete, mit Abstand, bestausgestattete Medium in Thüringen. Und ich sag mal noch 5 oder 10 Jahre weiter, und dann bleibt dann nur noch MDR übrig. Und da macht also sozusagen der Staat nicht nur, dass er nicht hilft, sondern er macht also auch ein Problem auf damit. Ich will nicht sagen, dass der öffentliche Rundfunk abgeschafft werden soll, im Gegenteil. Aber man muss natürlich darüber nachdenken, wie dann so eine Haushaltsabgabe zum Beispiel gestaltet wird. Ist die Frage nicht, die ja auch geführt wird, ist die Frage nicht vielleicht, nicht dass Privatverlage das bekommen, aber vielleicht solche Sachen wie Krautreporter, dass es irgendeine Art von, ohne dass der Staat eben eingreift und beaufsichtigt und zensiert, irgendeine Art Form von Finanzierung, Anschubfinanzierung von solchen Modellen wie Bloggern, YouTube-Kanälen und sowas gibt. Das wäre zum Beispiel die spannende Frage. Können auch YouTube-Kanäle von der GZ, also von der Haushaltsabgabe, irgendwie gesponsert werden? Diese Diskussion finde ich viel zu wenig statt. Kann ich gerade ein Beispiel nennen. Ich bin ja auch Mitglied der Web Video Akademie, die gerade gemeinsam mit dem Medienboard NRW die haben was aufgesetzt. Sie sind nicht die Einzigen, die das machen. Geht gleich noch weiter. Und zwar werden jetzt erstmals in NRW einige Kanäle gefördert tatsächlich. Die dürfen in keinem Netzwerk sein, die dürfen keine Werbung schalten. Die werden jetzt nur vom Land gefördert und finanziert und sollen da jetzt ansonsten auf eigene Faust und ohne große redaktionelle Kontrollen ihren Inhalt machen. Und außerdem gibt es jetzt den U-Turn-Wettbewerb, den richtet YouTube gemeinsam mit Endemol Beyond und dem Medienboard Berlin-Brandenburg aus und möchte auch in Berlin jetzt erste Kanäle etablieren, die dann vom Medienboard entsprechend gefördert werden und dementsprechend quasi in einem quasi öffentlich-rechtlichen Modell existieren können. Ich habe jetzt noch 2 Fragen gesehen, hier vorne einmal und dann Philipp in der Mitte. Ja gut, die Frage ist eigentlich quasi fast schon beantwortet worden. Ich meine, wenn ich höre, dass eigentlich von Hilfe vom Staat ein bisschen, dass man sozusagen darauf vielleicht zurückgreifen müsste, weil es in Deutschland einfach nicht klappt, weil in Amerika klappt es ja im Endeffekt schon teilweise. Ich meine, wir haben Patreon, was eigentlich ein ganz interessantes Modell ist, was sich wahrscheinlich noch nicht so in Deutschland eingesetzt wird. Wie ist da die Meinung dafür? Ist, kommt das nach Deutschland? Wird sich der Deutsche dagegen wehren, so ein bisschen, dass Schaden gemacht werden soll? Kickstarter ist ja vielleicht ein bisschen geplatzt jetzt, Thema Crowdfunding und so. Da ist ja sozusagen das Vertrauen ein bisschen weg. Das ist die Chance, dass das überkommt, Herr Kühlbrich, schon die ganze Zeit, uns wieder zu sagen. Ja. Ich habe mehrere Freunde, die Patreon jetzt neuerdings nutzen. Also zum einen, Patreon ist, also man merkt, das Wort ist verwandt mit Patron. Man sucht sich halt einen Patron quasi, der einen fördert, und Patreon funktioniert danach, dass man Leute hat, die bereit sind, einen monatlichen Betrag zu bezahlen, und dafür bekommen sie dann extra Inhalte, die andere entweder später oder gar nicht bekommen. Das macht zum Beispiel der Kanal The Changeman, der tatsächlich auch in einem Netzwerk ist, aber der macht das halt zusätzlich, um seine Videos zu finanzieren. Oder die Comiczeichnerin Sarah Borini, mit der ich befreundet bin, macht das jetzt neuerdings. Ist in Amerika schon sehr viel verbreiteter, da nutzen das diverse YouTube-Kanäle. Ich glaube, sehr viele hier kennen Charlie das Einhorn, Charlie the Unicorn. Der Kanal, Filmkau heißt er, macht das jetzt seit einiger Zeit auch, weil eben die YouTube-Einnahmen zu unzuverlässig sind. Die werden auch sehr unzuverlässig, wenn man wie er nur alle 2 Wochen ein Video hochlädt. Und ich sehe, dass es allmählich in Deutschland ankommt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch wieder irgendwelche komischen Bedenken geben vom Finanzamt, wie das denn jetzt abzurechnen sei. So, ansonsten Kickstarter und so kenne ich auch schon
durchaus Leute, die das oder ähnliche Modelle, ich meine meistens das Startnext in Deutschland genutzt haben. Also das sind dann halt Sachen, dass man vorher sagt, ich habe hier ein Projekt, so soll das aussehen, ich habe ein gewisses Spendenziel und wenn das erreicht ist, kann ich das Projekt durchführen. Bitte, liebe Leute, spendet mir Geld, dafür bekommt ihr Goodies. Das hat jetzt zum Beispiel bei uns einer unserer YouTuber von Animal Beyond gemacht, der Dark Victory, der die Reihe Tube Clash darüber finanziert hat. Das war eine sehr aufwendige Zeichentrickreihe, die er gemacht hat, wo er vorher, um halt auch ein paar Leute extra reinzuholen, die ihm helfen, hat er erst 3.000 Euro gesammelt, die hatte er unheimlich schnell zusammen und ist dann auf 8.000 Euro hochgegangen und hat dadurch dann noch ein bisschen mehr Hilfe bekommen können, hat es professioneller machen können, ist ein tolles Projekt geworden. Ansonsten kenne ich diverse Musiker, die das machen und jetzt einen Burgerladen, der demnächst bei uns in der Nachbarschaft aufmacht, der da sich seine Anschubfinanzierung holt. Also das ist alles schon prinzipiell in Deutschland vorhanden, es ist nur noch nicht so bekannt. Aber es kann auch schon funktionieren. Wir haben ja bei Krautreporter gesehen, wo das Ziel ja sehr, sehr knapp erreicht wurde, aber es wurde erreicht. Es kann auch in diesem Stile funktionieren. Krautreporter muss sich halt immer noch ein Stück weit beweisen. Die sind noch immer nicht ganz qualitätsmäßig, glaube ich, da, wo sie hinwollen. Wobei ich ganz nett finde, dass sie jetzt schon ihre ersten Skandälchen haben. dass man merkt, okay, im Medienzirkus seid ihr auf jeden Fall schon mal angekommen. Ja, auch eine Frage weg an den Queen vor allem. Ich habe früher, heißt vielleicht vor 2 Jahren oder so, sehr viel Le Floyd geguckt. Damals hatte er ja auch schon sein News-Format und irgendwann musste ich ihn dann deabonnieren. Ich mag eigentlich auch seine Meinungsart und konnte mich häufig auch damit identifizieren. Nur irgendwann kam relativ häufig das Thema oder Themen aus dem Bereich Sexualstrafrecht. Und da lief das meistens so, dass er das relativ drastisch geschildert hat, was da geschehen ist. Und sein klassischer Schlusssatz ist: Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Und das ist so eine Situation, die mich erstmal als Rezipient, der zumindest von sich glaubt, eine relativ aufgeklärte Meinung darüber zu haben, erstmal etwas hilflos zurücklässt, insbesondere wenn er dann einfach aus Interesse mal nach unten scrollt und sich den Mob anguckt. Findest du das kritisch oder schwierig? Wie bewertest du das? Also auch das Vorgehen nicht vom Mob, sondern auch in dem Fall eher von Le Floyd. Von Le Floyd, ja. Ich habe auch schon Videos von ihm gesehen, wo er sehr auf Leuten rumgeschimpft hat, die gerade von einem Gericht freigesprochen wurden. Und ich mir denke, Junge, das kannst du nicht machen. Die sind von einem offiziellen Gericht freigesprochen worden. Die gelten als unschuldig, ja, aus Mangel an Beweisen. Aber das heißt ja gerade, niemand weiß, was wirklich passiert ist. Hör auf diesen Leuten rumzuhacken und diese Menge, die du hinter dir hast, gegen die zu mobilisieren. Ja, das sehe ich kritisch. Und ich glaube auch, dass mancher YouTuber, manches Individuum, das da auf einmal diese Medienmacht hat, sich dessen nicht so ganz bewusst ist, dass da auch reale Emotionen geschürt werden. Die sehen die virtuellen Emotionen, mit denen können sie arbeiten, das ist super, das ist schönes Feedback und so, aber es kocht halt auch teilweise über und wir haben ja auch leider gesehen vor einiger Zeit in Leer, was passieren kann, wo irgendwie an die Presse gelangte, dass da ein junger Mann im Falle eines vergewaltigten und getöteten Kindes verhaftet worden war und sich vor dem Gefängnis dann ein Lynchmob bildete. Vor allem, weil dann rauskam, wer das war, der da verhaftet worden war. Am nächsten Tag wurde der junge Mann entlassen, weil sich herausstellte, der konnte es nicht gewesen sein. Aber dass sowas in Deutschland halt möglich ist, dass sich da ein Lynchmob bildet und laut die Herausgabe dieses Mannes gefordert hat, das muss einem gerade als YouTuber mit einer sehr großen Zuschauerschaft natürlich zu denken geben, wenn man Meinung schürt, was ja leider das ist, was am besten funktioniert. Und Flo hat auf jeden Fall ein Recht auf seine Meinung, er hat auch ein starkes Recht, das zu sagen. Aber ich denke hin und wieder auch, er sollte mehr darauf achten, wie sehr er seine Meinung auch nach außen trägt, an andere Leute und ihnen da quasi diese Meinung vorgibt, weil viele
sind halt noch relativ jung und nehmen das relativ unkritisch von ihm auf. Ich wollte nur ganz kurz was dazu sagen. Das sind ja auch alles Mechanismen, die überhaupt nicht neu sind. Also das, was LeFloid zum Teil macht, ist schlichtweg Boulevard. Also das ist das, was die Bild macht. Macht einfach eine kleine Kampagne. Und er hat sozusagen bestimmte Themen, die er besonders gut fährt und die auch besonders gut Klicks finden, bringen und die populistisch sind im engeren Sinne. Und so ist sogar das Prinzip, wie sich der Boulevard verkauft normalerweise. Setzt auch bestimmte Themen, gerade eben auch Sexualstraftaten laufen immer, Griechenland oder so, also Vorurteile am Asylbewerber. Das sind Dinge, wo dann Vorurteile bedient werden können, wo Zorn geweckt werden kann und wo sozusagen eine emotionale Reaktion erfolgt. Und das sind die Themen, die gut laufen. Und das ist immer bei Verkaufszeitungen eben sehr oft der Fall. Und YouTube ist ja auch so ein Medium, was eben über Klicks funktioniert, was über Direktansprache funktioniert. Und deswegen glaube ich, das Phänomen oder der Mechanismus ist sehr alt. Hätte ich dann gleich mal noch eine Rückfrage. Ich habe so auf der Facebook-Seite der TA in letzter Zeit häufig die Diskussionen verfolgt, eben gerade zu diesen Artikeln, wo es um Asylbewerber und Flüchtlingsheime geht. Wie geht denn die TA mit dieser Verantwortung um, dass da Meinungsmache auf ihrer Facebook-Seite passiert? Also, der berühmte Mob versammelt sich also auch bei der TA-Facebook-Seite. Er wird moderiert, der Mob. Das ist schwierig, weil natürlich die Online-Redaktion nicht sehr groß ist und weil es auch schwierig ist, als Zeitung, die ja sozusagen dafür steht, dass Meinungsfreiheit in Deutschland existiert und dass die Zeitung das ja auch für sich in Anspruch nimmt, Leuten, die soweit sie nicht volksverhetzend oder klar rassistisch oder zu Straftaten aufrufen, agitieren, dass man sie dann nicht irgendwie löschen kann. Das wird ja alles dauernd gemacht oder wird teilweise gelöscht oder es wird aufgefordert, gegen Etikette einzuhalten und so weiter und so fort. Ich glaube schlichtweg, dass es gibt ja diesen Trend, ich würde jetzt nicht behaupten, dass der jetzt umfassend ist, aber den Trend gibt es bei bestimmten Medien, die sagen einfach, die Kommentarfunktion wird abgeschaltet oder der Bericht wird eben nicht bei Facebook verlinkt, weil man das nicht haben möchte. Ich glaube, diesen Lernprozess muss auch die Türme allgemeine noch gehen, weil ich habe also schon bei manchen Beiträgen nicht geschrieben, habe gesagt, bitte nicht. Bitte keine Kommentarfunktion. Nicht, weil ich nicht aushalte, also mich die Trolle sozusagen erwischen und sagen, dem ist das Arschloch. Was ja dann auch, es gibt immer dieselben übrigens, die dann kommen und dann bestimmten Leuten draufhauen. Sondern einfach, weil das tatsächlich, und das glaube ich, tatsächlich so, das gibt diese Art von Kommentierung, die ja gelesen wird, hat wiederum zur Folge, das ist wie eine Spirale. Die Leute lesen das, also man selber merkt das bei sich selber, man liest das und enthemmt sich selbst damit. Das heißt, die Leute lesen das, ach, der hat das auch, das hat er sogar mit Klarnamen, bei Facebook ist ja oft ein Klarname dahinter, das kann ich jetzt auch nochmal toppen, jetzt hat er doch endlich das gesagt, was ich schon immer denke, jetzt sage ich das nochmal und nochmal schärfer und so steigert sich das hoch und es findet so eine allgemeine, das glaube ich, ist tatsächlich eine Form, die das Internet, und das will ich gar nicht kritisch oder irgendwie, sondern werten, sondern einfach nur beschreiben. Was ich feststelle ist, dass zum Beispiel, wenn man, ich habe es nie geschrieben, weil ich es zu absurd finde, ehrlich gesagt, in die Zeitung zu schreiben, um dann mir erzählen zu lassen, dass das völlig auch Unsinn ist. Aber mal sagen darf man es ja. Also ich glaube, dass auch Pegida zum Beispiel Leute dann in die Fernsehkamera bestimmte Sachen reingesagt haben. Das ist auch schon 92 passiert vor irgendwelchen Einzelheiten, das sage ich schon. Aber wie da ganz normale Bürger zum Teil geredet haben, hat auch was damit zu tun, dass die Debatte durch das Internet auf einer Ebene gehoben wurde oder vielleicht auch runtergebracht wurde oder in eine Eskalationsstufe getrieben wurde, die neu ist. Das, glaube ich, ist schon neu. Also dass dieses sich gehen lassen, dieses Beleidigende, dieser Hasssprache, die mittlerweile gang und gäbe ist, die Leserbriefe haben sich auch, die Ankommen bei uns haben sich auch verändert. Also das hat Auswirkungen schon. Wir schreiben, bei uns werden die Leserbriefe ziemlich umfänglich abgedruckt, das muss man nicht gut finden. Heute sind zum Beispiel 5 Leserbriefe abgedruckt, einer ist pro Asylbewerber, 4 sind mehr oder weniger dagegen. Und das steht in unserer Zeitung statt. Ich diskutiere das auch bei uns. Die Frage, das sind unsere Leser, die haben diese Meinung, die ist nicht extremistisch, sondern die ist eben gegen Asylbewerber oder stellt das in Frage und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich, da hat das Internet
ich will nicht sagen ungute Wirkung, aber eine Wirkung. Und diese Wirkung sollte man schon besser steuern. Und ich glaube einfach, manchmal heißt es einfach nur, wozu zur Diskussion freigeben? Warum? Also die Leute können ja, wo sie wollen, sich dazu äußern, aber sie müssen es ja nicht unbedingt im Artikel tun. Jetzt würde ich gerade gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren diese Erfahrung, dass sich ein Mensch bei mir auf dem YouTube-Kanal wirklich breit machte. Also damals gab es noch, da sahen YouTube-Kanäle noch sehr anders aus vom Design her, da gab es unten drunter eine riesengroße Kommentarspalte, die sehr sichtbar war, wo jeder reinschreiben konnte. Und da gab es halt einen Menschen, der hat über Monate bei mir laufend sehr islamophobe Sachen reingeschrieben, die meisten waren im Rahmen. Deswegen habe ich es nicht gelöscht, wollte es aber auch nicht unkommentiert lassen und habe ihm halt immer was entgegengesetzt. Und dadurch entstand eine endlose Diskussion, die mich zum Teil nachts hat nicht schlafen lassen, weil ich immer Angst hatte, was schreibt der Kerl, während ich jetzt nicht das moderieren kann. Und das ist halt auch so ein Aspekt auf YouTube, dass man als einzelner Mensch teilweise diese Moderationsarbeit, die eigentlich notwendig wäre, die Andrew Floyd eigentlich leisten müsste in seinen Kommentaren, die kann er gar nicht leisten. Und wenn er versuchen würde, das zu tun, dann würde er auch sehr schnell daran verzweifeln. Und dann sollten wir uns vielleicht bewusst machen, wie das Kommunikationsmodell dieser Leute jetzt aussieht. Das ist im Prinzip etwas, was schon länger bekannt ist, aber was im Internet jetzt nochmal eine neue Qualität gewonnen hat. Dadurch, dass wir so unheimlich viele Angebote im Internet haben, auch so aus so unheimlich vielen Richtungen, kann sich jeder Mensch seine eigene sogenannte Filterbubble machen, wo er halt nur noch die Medien konsumiert, die ihn bestätigen, wo er nur noch mit den Leuten kommuniziert, die ihn bestätigen, wo er sich halt für seine immer extremer werdende Meinung von überall Bestätigung holt und dann, wenn er halt mal woanders hingeht, wo diese Meinung nicht unbedingt bestätigt wird und wo etwas dazu passiert, also sagen wir jetzt mal, auch wenn das natürlich nicht real existiert, ein neutraler Bericht zu einem Thema, das in seiner Filterbubble kontrovers diskutiert wird, da springt er dann natürlich umso mehr drauf und auf alle, die auf einmal mit einer anderen Meinung kommen, die er so nicht gewohnt ist, und wird umso agitierter. Und das ist genau das Phänomen, glaube ich, das wir jetzt sehr stark beobachten in den Kommentarspalten und was jetzt anscheinend ja auch in die Leserbriefe sehr überschwappt. Da vorne war eine Frage und dann in der Mitte, ich habe es nicht vergessen. Ich habe eine Frage zu dieser Netiquette. Sie löschen dann Dinge, die nicht der Netiquette entsprechen. Sollten die jetzt strafrechtlich relevant sein, führt das zu einer Anzeige? Weil ich habe immer so den Eindruck, auf Facebook darf jeder mal sagen, was ihm so einfällt. Wenn es der Netiquette widerspricht, dann wird es halt gelöscht, aber es passiert nie was damit. Also man darf Volksverhetzung betreiben, man darf antisemitisch sein, man darf einfach mal so richtig die Sau rauslassen. Wenn es zu böse war, dann löscht ein Moderator. Aber haben Sie da einen Mechanismus, dass Sie auch Anzeiger stellen, dass da mal was mit passiert? Weil wenn man das im realen Leben äußert, sind das teilweise Straftaten. Das ist eine interessante Frage. Also ich weiß, dass es noch keine Anzeige gab. Es ist auch, glaube ich, also Volksverhetzung ist ja relativ eng umgrenzt. Also das geht vor allen Dingen Leugnung des Holocaust und solche Dinge. Sowas kenne ich nicht, dass sowas stattgefunden hat. Wo es meistens in die Richtung geht, ist beleidigend. Man könnte dann also sozusagen in Richtung Straftatbestand Verleumdung, Beleidigung gehen. Da würde man sich aber mittlerweile, muss man sagen, was alles im Netz schon unterwegs ist, schon fast lächerlich machen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, wenn eine Zeitung jetzt einen Leser oder einen Konsumenten, in dem Fall war es auch vielleicht kein Leser im Sinne von Print-Zeitungsleser, das sind ja meistens völlig verschiedene Gruppen, die bei Facebook mit drum diskutieren, haben wahrscheinlich die Ahnung in die Hand genommen, aber das würde eine Zeitung schon wahrscheinlich nicht gut zu Gesicht stehen, wenn sie jemanden wegen seiner freien Meinungsäußerung, die vielleicht Beleidigung oder verleumderisch ist, anzuzeigen. Also ich kann zum Schweigen davon, dass wahrscheinlich dafür auch die Kraft und der Wille fehlt. Also das würde ich einfach mal unterstellen. Ich bin jetzt nicht bei den Onlinern. Ich weiß nur, was die dann teilweise löschen, weil ich manchmal auch angerufen habe und gesagt habe, das müsst ihr mal drauf gucken, weil das manchmal auch nicht alle gleich, die ganzen laufen ja manchmal 18 Artikel oder 20 Artikel gleichzeitig, die kommentiert werden können. Da habe ich auch angeregt, dass das nicht so viele sein können, weil es einfach nicht mehr überblickt wird, was da eigentlich stattfindet. Und die haben auch die Kommentarfunktion über Nacht übrigens, damit man schlafen kann, abgeschaltet, was ich total für sinnvoll halte. Also das ist ja so mittlerweile eine Haltung entstanden und ich will das, wie gesagt, nicht kritisieren, ich beschreibe es bloß.
Da kommen Menschen auf die Internetseite bei uns und die bezahlen natürlich für nichts, logischerweise. Und die lesen dann Sachen und beschweren sich dann entweder, dass dieser Artikel geschrieben wurde, weil den braucht ja keiner, oder sie beschweren sich darüber, dass er so und so geschrieben worden ist oder so und so nicht geschrieben worden ist und ich komme nicht wieder. Oder sie sagen, warum kann ich jetzt nicht kommentieren? Oder warum? Also sie sind voller Aggressionen. Ich habe auch das Gefühl, tatsächlich, also man kennt ja mittlerweile die Pseudonyme, das ist ja auch alles anonym im Übrigen, sehr oft. Bei Facebook ja weniger, aber auch zum Teil. Gerade die, die besonders aus dem Fenster lehnen, haben meistens keine echten Accounts, sondern Fake-Accounts. Und wie gesagt, diese Enthemmung, die hier stattfindet, die geht den Leuten echt an die Nieren. Also ich habe eine Kollegin in der Lokalaktion in Erfurt, eine nette Kollegin, die hat so eine nette Kolumne, die sie da manchmal ein bisschen, manchmal also sehr lokalig und sehr behäbig, die Kolumne, die sie da schreibt. Aber sie macht das, ich glaube, die findet auch bei unserer Leserschaft, muss man sagen, 60 plus mittlerweile, ja, Print-Bereich, findet ihr schon Anklang. Und dann machen sich aber Leute die dumm, sozusagen im Internet. Die machen sich einen Sport raus, sozusagen dann irgendwelche Fäkalien, irgendwelchen Mist darunter zu schreiben, sodass dann natürlich dann irgendwann diese junge Frau zum Arzt musste und sich psychisch behandeln lassen musste, weil sie nicht mehr ausgehalten hat. Es wurde auch in die Kommentarfunktion bei dieser Kolumne dann ausgeschaltet. Also es geht dann schon an die Nieren, ich muss manchmal auch schlucken, ich will es ja gar nicht mehr lesen, aber manchmal automatisch wird man draufgestoßen, wenn dann wieder jemand völlig austickt und es gerade nicht bearbeitet wurde oder nicht gelöscht wurde, dann ist schon schwierig. Also ich glaube, wie gesagt, ich bleibe bei der These, ich denke, das ist nicht irgendwie gefährlich oder irgendwas, sondern das muss man einfach, vielleicht wird sich das auch irgendwann von selbst ein bisschen ordnen, dass man einfach auch die Medien lernen, was sie zur Kommentierung freigeben, was nicht. Es gibt ja auch, also das ist ja beim Bildblog bei Niggemeier zum Beispiel, da finden ja hochspannende Diskussionen statt in den Kommentarspalten. Also es kommt ja immer drauf an, ne, bei welchem Medium, in welchem Thema sich bewegt. Also es gibt ja wunderbare Kommentierungen, auch bei der Taz zum Teil oder sag ich mal NZZ im Internet oder auch bei der New York Times, wenn man also sozusagen die Kommentarspalte runter, das sind intellektuell wertvolle Diskussionen, die stattfinden zum Teil. Aber es gibt halt bestimmte Medien, und die Originalzeitung gehört unbedingt dazu, mit bestimmten Themen, wo sich dann der Mob versammelt. Und das ist, muss ich sagen, tatsächlich etwas, was auf unsere normale, analoge Gesellschaft zurückgespiegelt wird. Das glaube ich. Ich muss auch sagen, die Diskussionen, die es bei dir teilweise unter Videos gibt, finde ich auch sehr spannend. Also ich habe da letztens eine gelesen, wo es um irgendeine philosophische Fragestellung geht, die ich wirklich total großartig und spannend fand. Jetzt haben wir da in der Mitte noch eine Frage. Ja, eine Frage an den Bebis, vielleicht fast eher eine Bitte. Könnten Sie mal eine Hate Slam veranstalten mit den gemeinsten Leserkommentaren? Das ist, glaube ich, im süddeutschen Raum bei den Regionalzeitungen offensichtlich mittlerweile gang und gäbe, die besten und gemeinsten Leserkommentare zu küren. Würde mich sehr freuen, wenn das die Thüringer Allgemeine bzw. auch die TLZ mal auch hinkriegen könnte. Also, ich kenne das, ich habe schon mal sogar mal zugehört bei einem, weil ich zufällig in der Nähe war und da ein Freund da mitgemacht hat. Das war sehr unterhaltsam. Ich glaube, und das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ich hoffe, das wird nicht so aufgefasst, aber diese Art von selbstironischer Ebene ist bei Regionalzeitungen schwer vermittelbar. Also das ist einfach so, wenn wir das veranstalten würden, ich glaube, das Publikum würde es nicht so rezipieren, um das mal so zu wie es intendiert ist. Also da muss ich sagen, das ist überhaupt das Problem, Ironie bei der Zeitung grundsätzlich und Ironie bei der Regionalzeitung oder Lokalzeitung extrem. Also ich versuche manchmal auch, und Ironie weiß ja jeder, ist das eine der schwierigsten Kommunikationsformen schlechthin. Das gelingt mir auch nur manchmal, aber selbst wenn ich das Gefühl habe, es ist mir wirklich gelungen, und ich habe auch bestimmte Leute, die sagen, das Echo geben, es ist gelungen. Man kann sicher davon ausgehen, dass ich mindestens 15 erboste Leserbriefe bekomme, die das bare Münze genommen haben, was ich da geschrieben habe. Das heißt also, wenn man jetzt, die würden sofort meinen,
dass der Leser jetzt, was ja auch zum Teil so wäre, ja, also wenn man es ganz ernst nimmt, dass der Leser jetzt hier hops genommen wird von den Redakteuren, von diesen gut bezahlten, sitzärschigen Redakteuren, die man doch jeden Tag im Internet liest und die ja jetzt sowieso nur Schrott erzählen und Mainstream und System und Lügenpresse, was auch immer sind. Jetzt machen, setzen sie sich auch noch hin, ja, obwohl sie kritisiert werden und machen noch den Kritiker dumm. Also das wäre, glaube ich, die Reaktion und vielleicht wird man dann auch als Mitleidsheischend und was auch immer angesehen. Ich glaube, es wird auf diese aber wie gesagt, ich finde es auch sehr sympathisch, dass das gemacht wird. Das ist auch eine Art von sich wehren, ja, aber würde, glaube ich, ja nicht funktionieren. Macht ihr sowas als YouTuber schon? Hate Slams mit den besonders schlimmsten Kommentaren unter euren Videos? Das machen so viele Kanäle, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht, einfach um rauszufinden. Ja, also zum Beispiel meine lieben Freunde TwinTV, die machen regelmäßig Feedback. Dass sie tatsächlich die schlimmsten Kommentare, sie sind ja auch selbst relativ fiese, sie sind so ein bisschen die doppelten Oliver Pocher von YouTube, die sehr auf anderen YouTubern auch teilweise rumreiten, aber halt immer in so einem ironisch-lustigen Kontext, den viele YouTuber auch richtig verstehen. Und da kommen dann natürlich von den Fans entsprechend die Reaktionen und die arbeiten sie dann entsprechend auch nochmal lustig auf, indem sie sie einfach lustig vorlesen und kommentieren. Natürlich. Schau gerade noch mal zu Marco, ob wir aus dem Netz noch eine Reaktion haben. Das Netz schweigt. Okay. Hier haben wir noch zwei Fragen. Eine Frage ist mal, kann YouTube verlangen, dass Kommentare gelöscht werden? Oder gibt es überhaupt Richtlinien für YouTube, was die Kommentarfunktion angeht? Ja, man muss sich ganz klar an gewisse Gesetze, also manche Gesetze gelten ja fast in jedem Land, zum Beispiel, dass nichts Rassistisches dasteht. Von YouTube, von den AGB her, sollen auf jeden Fall keine genauen sexuellen Beschreibungen drinstehen und so weiter und so fort. Und die würde YouTube allerdings dann tatsächlich, wenn sie das finden, selbst löschen. Man hat nach deutschem Recht die Verpflichtung, so eine gewisse Grundmoderation zu machen, die aber in der Regel nicht überprüft wird, weil einfach zu viel kommt. Und ich glaube, es würde auch wirklich kein Verfahren jemals zu irgendwas führen, wenn man da wirklich sagen würde, ah, unter den 300.000 Kommentaren war aber ein volksverhetzendes. Ja, wie hätte das jemand jemals finden sollen? Außerdem ist es mittlerweile so, dass die UI von YouTube, also das User Interface, Kommentare irgendwann ausblendet, es sei denn, sie sind aus irgendeinem Grund relevant. Also du siehst in der Regel nur noch 500 Kommentare und dann ist Schluss. Hier vorne war auch noch eine Frage. Das ist jetzt fast schon beantwortet. Ich hätte mal die Frage im Raum gestellt, ob es denn nicht ab einer bestimmten Anzahl von Viewern oder Subscribern oder bei einer bestimmten Thematik des Kanals, zum Beispiel bei informierenden Kanälen, nicht irgendwann der Punkt kommt, an dem man sich denkt, man müsste den Kommentarfunktion jetzt ausschalten. Ich meine, es gibt zwei mir bekannte Beispiele quasi, die das schon getan haben. Das eine ist Nische, das andere ist quasi PewDiePie, genau, richtig. Und das andere ist ein Videospielkritiker aus den USA, beziehungsweise Großbritannien, das ist Don Biscuit, der hat das auch irgendwann gemacht. Der hat das Ganze dann auf Reddit umgeleitet, was natürlich auch die Pest ist, aber dort, sagen wir mal, auch etwas moderierter gemacht wird, ob das vielleicht an einer bestimmten Anzahl, ja, einer bestimmten Frequenz einfach besser wäre. Ich meine, bei den kleinen Kanälen ist es immer schön. Ist es das vielleicht oder ist es das überhaupt nicht? Und eine kleine Frage, es gibt ja Kanäle, die das anders machen als zum Beispiel Epperur oder Kelly vom Tierkommentare. Zum Beispiel Was geht ab? Hat es ja quasi als Leserbrieffunktion gemacht und hat gut geschriebene Kommentare mit schöner Meinung quasi in ihr Video mit reingenommen und dort sozusagen ist auf die Meinung eingegangen. Warum machen das so wenige? Ich weiß nicht, ob du das Beispiel zum Beispiel kennst. Weil es in der Regel zu relativ langen, relativ ereignislosen Videos führt. Also man kann natürlich immer sich dann überlegen, kann ich das irgendwie schön aufbereiten? Aber es ist so, wenn bei mir ist es auf jeden Fall der Fall, wenn ich einen wirklich guten Kommentar bekomme, dann ist der so 50 Zeilen lang und den dann komplett vorzulesen, aufzuarbeiten, darauf dezidiert zu antworten in Videoform, wäre anstrengend zu machen und anstrengend anzuschauen.
Also das würde ich tatsächlich eher nicht zu tendieren. Dass einige Kanäle hin und wieder auch die Kommentare ausschalten, ist nicht gut für den YouTube-Algorithmus. Deine Videos werden dann geringer gerankt und man merkt es auch, dass PewDiePie, also PewDiePie ist nach wie vor, für alle, die es nicht wissen, PewDiePie ist ein Videospieler, der momentan der weltweit meist abonnierte Mensch auf YouTube ist. Der hat wie viele? Ich glaube 40 Millionen. Mittlerweile schon, ja. 40 Millionen Abonnenten weltweit. Ein sehr lustiger junger Mensch, ursprünglich aus Schweden, mittlerweile in England ansässig. Und der hat vor einiger Zeit mit der Begründung, dass dort nur noch Spam kommt, nämlich Leute für sich werben und kaum noch was Inhaltliches geschieht, unter seinen Videos komplett die Kommentare ausgeschaltet. Hat zur Folge, dass bei ihm jetzt die Videos weniger in den Empfehlungen bei YouTube landen, weil man einfach einen großen Teil der Interaktion nicht mehr machen kann. Er hat den Leuten empfohlen, auf Twitter weiter mit ihm zu kommunizieren. Wie das jetzt genau funktioniert für ihn, ob es gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich etwas, wo die anderen sehr gespannt drauf geguckt haben, was interessanterweise, glaube ich, niemand nachgemacht hat, weil es einfach ein großes Risiko ist. Und weil, also ich persönlich bin auch der Meinung, Kommentare gehören am besten direkt dahin, wozu sie gehören, nämlich zum Video. Ich habe allerdings auch die Erfahrung gemacht, viele Leute, die einem auf YouTube folgen, die haben keinen eigenen Google-Account und die schreiben dann halt ihre Kommentare bei Facebook, wo man das Video gepostet hat, ähnlich ja wie bei der Thüringer Allgemeine. Gott sei Dank hat Facebook mittlerweile die Kommentarfunktion so weit überarbeitet, dass man da auch einen sehr schönen Dialog führen kann. Mit Blick auf die Uhr, wäre jetzt vielleicht noch Zeit für eine Frage. Gibt es noch jemanden, der gerne noch etwas loswerden möchte? Anscheinend nicht. Dann habe ich eine letzte Frage an euch beide mit Blick auf unsere Reihe. Wie ist das? Ist jetzt digital besser? Digital ist vielseitiger auf jeden Fall. Besser ist immer so eine Frage. Muss es unbedingt besser oder schlechter sein? Ich meine, Print ist ein wundervolles Medium, aber das auf jeden Fall noch weiter an Bedeutung verlieren wird, leider, aber ich glaube, es wird uns in der einen oder anderen Form erhalten bleiben, einfach weil Print in mancher Form auch immer noch Sinn macht. Man stolpert einfacher drüber, es ist ganz nett zum Mitnehmen, auch wenn man so kleine Reader hat, trotzdem eine Printausgabe ist mir noch was anderes, auch zu markieren und so. Es fragt sich halt, in welcher Form sich das dann einpendelt mit den ganzen finanziellen Druckfaktoren, über die wir heute gesprochen haben. Digital, wie gesagt, kann mehr, ist vielseitiger, wird sich auch noch weiterentwickeln. Marco hat das am Anfang gesagt, wir haben in den letzten Jahren eine unglaublich rasante Entwicklung im digitalen Markt und ich merke das allein auf YouTube in den 2 Jahren, die ich jetzt bei Endemol arbeite, hat sich unheimlich viel verändert. Und wird sich auch weiterhin sehr viel verändern. Wir sehen jetzt gerade, dass Facebook ganz rasant in den Videomarkt hineinprescht und damit möglicherweise noch im Verlauf dieses Jahres, wenn es übel läuft für YouTube auf den 2. Platz verbannt, was Videos anbelangt. Und dann, das öffnet dann wieder Tür und Tor für ganz andere neue Entwicklungen. Also es bleibt spannend. Es bleibt spannend oder ist vielleicht auch analog besser? Als erstes sind wir analog, als Menschen. Das heißt also, wir sind Menschen, die auch haptisch funktionieren. Deswegen wird ein Teil des Printbereichs übrig bleiben. Man kann das vielleicht, das Beispiel ein bisschen hinkt mit den Kinos vergleichen, dass also, als es auch hier die Renaissance der Kinos gab, die jetzt wieder rückgängig gemacht wurde zum Teil, aber als die großen Cineplex entstanden, dass also dieses ekliges Erlebnis Kino, nachdem es schon fast totgesagt wurde, nach dem Farbfernseher, doch in den großen Ballungsräumen halt noch Kinos existieren und die wahrscheinlich auch überleben werden, müssen sich auch immer neu erfinden, 3D und so weiter. Ich denke also, dass es also ein Teil des Printbereichs übrig bleiben wird, genauso wie das gedruckte Buch auch übrig bleiben wird zum Teil. Man sieht zum Beispiel interessant beim Kindle-Markt, also bei diesen, dass also da eine Verflachung stattfindet, auch in dem Bereich E-Book, dass es also auch nicht ungebremst immer weitergeht. Das ist die eine Geschichte, aber ich glaube, digital ist nicht einfach besser, digital ist die Zukunft. Also digital wird 90% des Marktes wird digital funktionieren, hat auch einfach praktische Gründe schlichtweg. Ich meine, wenn man hier überlegt,
also jetzt aus digitaler Sicht, wenn man sich überlegt, da wird also eine Zeitung, jetzt mal abgesehen von mir, der das schreibt, das könnte ich genauso gut digital machen, das ist eben das Internet. Punkt, auf den ich zurückkommen will. Wir machen Content, wir machen Journalismus. Das ist eigentlich, das Vertriebsmedium ist völlig irrelevant. Was nun Print oder digital ist, ganz egal. Und ich mache das ständig schon für beide Kanäle oder für mehrere Kanäle. Aber das Problem ist ja bei Print, eine Zeitung, die wird irgendwo gedruckt, dann wird sie rausgefahren, früh morgens um 4, dann kommen Menschen und jetzt kriegen sie Mindestlohn oder bald kriegen sie Mindestlohn, das ist eine Übergangsfrist und verteilen es irgendwo, dann wird das irgendwie gelesen zu 10%, 15%, 20%, an manchen Tagen gar nicht, dann kommt es wieder in den Mülleimer, wird dann wieder irgendwo, also allein schon, wenn man sich den ganzen Prozess einer Zeitung überlegt und dann überlegt, was ist da, die anderen Leute kriegen es einfach auf dem iPad oder auf dem iPhone oder auf dem Computer. Da ist völlig klar, wo die Zukunft liegt, aus ganz rein praktischen Gründen, Verfügbarkeit und so weiter. Aber ich glaube, das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist einfach, wird das, was Print ermöglicht hat, als Bezahlmodell, nämlich dass Journalismus finanziert wird, wird das bei digital funktionieren oder nicht? Und ist dann digital besser? Zurzeit ist digital da schlechter, einfach als Finanzierungsmodell. Digital funktioniert schlechter als Finanzierungsmodell für Journalismus. Das heißt also, für mich ist die große Frage nicht, ob digital besser ist, sondern ob digital besser hinbekommt, wird hinbekommt, dass digital das, was wir eigentlich brauchen, was wir wollen, worauf auch Blogger ihre Basis aufbauen, worauf auch viele Leute ihre Basis aufbauen, dass das sozusagen überleben kann in einer Ausformung, die wirklich auch wichtig ist für unsere Gesellschaft, dass das geschafft wird. Gut, dann danke ich erstmal euch beiden ganz herzlich fürs Diskutieren. Euch und Ihnen hier fürs Kommen und auch fürs Mitdiskutieren und Zuhören. Mir bleibt nur noch ein paar Einladungen auszusprechen. Zum einen das Kombinat Süd. An euch auch vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hat da vorne die Bar, also es darf weiter diskutiert werden über analog und digital. Und ich möchte noch hinweisen auf unsere Reihe. Es geht weiter am 25.03. in Halle zum Thema Privates besser. Privatsphäre im digitalen Wandel. Das wird natürlich auch gestreamt, also wer nicht von Jena nach Halle fahren kann oder möchte, kann online zuschauen und mitdiskutieren. Und es liegen, glaube ich, draußen schon Flyer. Der nächste Termin in Jena im April findet auch wieder hier statt und passenderweise zum Thema Share Economy. Also da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr alle wiederkommt. Also ganz herzlichen Dank und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend.